In einem ganzen Leben, auf der Suche nach Wissen, hat mich eine Frage beschäftigt. Wie ist unsere Welt entstanden? Die Alten sind vor 1000 Jahren gestorben. Und alles Leben wurde ausgelöscht. Sie zeigte mir, wie es wiedergeboren wurde. Ein ausgestoßenes Mädchen, unwissend um ihre Bedeutung. Von ihr lernte ich, dass das Leben nur durch ein technisches Wunder gerettet wurde. Zero Dawn. Ein Terraforming-System aus 9 Unterfunktionen, die gemeinsam die Erde aus einem kahlen Felsen neu formen. Zu einer üppigen Landschaft. Bewahrt und geschützt von den Maschinen. Und mit ihr erfuhr ich das größte Geheimnis. Das Geheimnis ihrer Geburt. Sie ist ein Klon von Elizabeth Sobeck, Zero Dawns Schöpferin. Geboren, um die erneute Ausrottung zu verhindern. Getrieben von Hades, einer böswilligen KI. Empfindsam durch ein mysteriöses Signal unbekannten Ursprungs. Und mit etwas Hilfe von mir siegte sie in einer großen Schlacht in der Stadt Meridian. Und wurde für die Menschheit zur Heldin. Doch so nützlich sie auch war, jetzt muss ich sie zurücklassen. Denn während sie gut machen will, was Hades zerstört, machte ich eine neue Entdeckung. Eine, die Zerstörung bringt. Und Möglichkeiten. Yo, der Endboss vom Spiel. Keine Ahnung. Oh, da sind wir. Hallo. Das waren übrigens massive Spoiler für den ersten Teil. Eigentlich die komplette Story vom ersten Teil, aber ergibt ja Sinn, dass der zweite Teil das nochmal erklärt. Silence ist ein Bösewicht, oder? Der war ein Bösewicht, der Typ. Ich hab den als Bösewicht in meinem Kopf. Der war nicht nett, aber schön, dass er uns die Story nochmal erzählt hat. Nee? Nee? Okay, so halb Bösewicht, keine Ahnung. Moralisch grau. Am Ende war er böse, ja, halb böse, Egoist, okay, irgendwie sowas. Dann ist er spätestens hier ein Bösewicht. Oh, Einstellungen. Brotkrümelnavigation. Oh, Ansichtbarkeit. Waffenradverlangsamung. Jo, kann einstellen, dass einfach die Zeit langsam. Ich darf das anpassen? Jo, mache ich auf langsamer. Zeit soll gefühlt stehen bleiben, wenn ich das ordentlich mache. Okay, man kann sehr viel anpassen, das gefällt mir sehr gut. Okay, einmal nur kurz durch. Damit jeder das alles sehen kann. Mono-Audio erzwingen. Tinnitus-Geräusche ausschalten. Cool. Maschinenlautstärke, Waffenlautstärke, Umgebungslautstärke. Man kann nicht so leiser machen, wenn die mich nerven. Das ist cool. Machen wir erstmal direkt so. Weil. Dialoge können nicht laut genug sein, eigentlich. Na, machen wir erstmal so. Schauen wir erstmal, wie es ist. Ja, Grafik, Leistung bevorzugen, Kamera links, okay, Kletter, bla bla bla, passt alles. Bewegungsunschärfe aus. Oh, man darf Bewegungsunschärfe auf der Konsole mal ausmachen. Das ist ultra gut. Ist besser für Videoqualität und Stream und sowas. Ja. 60 FPS wird es wahrscheinlich bei allen Einstellungen haben, denke ich. Also theoretisch können wir auch in der Auflösung spielen. Ich glaube nicht, dass das Spiel in 30 FPS laufen wird. Musik könnte ein bisschen leiser. Ja. Aber ich stelle es hier im Stream leiser noch. Ich habe nur das Intro gerade lauter gemacht. Ja, so soll passen. Bereit zum Installieren! Wir können patchen! Danke, Intro. Ja! Auflösung ist 30. Okay, dann stellen wir auf Leistung. Ja, wir wollen schon 60 FPS. Mein Gott, Zapdos.
ob ich mir den PlayStation-Controller unter den Tisch, ja. So. Hat ja nicht viel Zeit gefressen. War sehr gut mit dem Intro so. Dann spielen wir auf Leistung. So. Stellt sich ja schnell um. Okay, sind wir ready? Wir sind ready, oder? Sowas von ready. Es ist ein bisschen schade, dass wir halt, dass ich nicht irgendwie in einer höheren Qualität streamen kann, aber ich streame das Maximum, was ich kann. Genau, wir haben Story-Schwierigkeitsgrad, erleichtert das Kampferlebnis, damit du dich auf die Erkundung und die Geschichte konzentrieren kannst. Einfach bietet ein leichtes Kampferlebnis beim Erkunden der Welt und Geschichte. Normal, die Schwierigkeitsgrad normal bietet ein ausgeglichenes Erlebnis von Erkundung, Geschichte und Kämpfen. Schwer sorgt für ein anspruchsvolles Kampferlebnis während der Reise. Sehr schwer bietet ein hartes und anspruchsvolles Kampferlebnis für alle, die ihre Fertigkeiten testen wollen. Wir spielen auf schwer. Ja, hier unten müsste aber nur Holly stehen bei dem Schwierigkeitsgrad. Ja, aber wir spielen auf schwer. Und, ach guck mal, wir dürfen aussuchen, ob wir Unterstützung für Quests kriegen. Minimale HUD-Informationen, sieh dir die Welt an, um deinen Weg zu finden. Markierungen und Symbole auf dem Bildschirm, die dich auf deiner Reise unterstützen. Ich mache erstmal entdecken. Und wir schauen dann, ob es nervig ist, wenn ich die Wege nicht finde die ganze Zeit, dann stellen wir es um. Ich glaube, das ist am sinnvollsten. Ist das Teil 2? Ja. Der fängt jetzt an. Bei einzelnen Questfortschritten wird häufig automatisch gespeichert. Manuelle Speicherungen können bei Lagerfeuern gemacht werden. Yo, die coolen Robo-Dinger. Und ein T-Rex. Und die Hirschis, die kenne ich alle aus dem ersten Teil. Oh, es wird so cool! Ja! Und diese Adler waren so nervig im ersten Teil. Mir läuft die Zeit davon, Elizabeth. Das Land stirbt. Die Menschen leiden. Sie werden verhungern. Alles nur, weil ein Terraforming-System außer Kontrolle geraten ist. Und nur ich kann es reparieren. Nur ich habe deinen genetischen Code. Bald gibt es kein Zurück mehr für uns. Nein! Und dann Vernichtung. Ich suche schon monatelang, was ich brauche. Ein Backup von Gaia. Der KI, die das System kontrollieren soll. Aber jede Spur, die ich finde, verläuft im Sand. Und jede Nacht habe ich denselben Traum. Ich stehe durch eine Blumenwiese unter einem wunderschönen Nachthimmel. Und wenn ich in der Mitte ankomme, sehe ich dich, Elizabeth. Du wartest auf mich, obwohl du seit 1000 Jahren tot bist. Bist du noch am ehesten eine Mutter für mich? Nur ganz kurz bin ich vollständig. Aber es hält nie an. Auch noch ein Sad-Emoji. Am Ende bin ich immer allein.
Diese Welt ist dein Vermächtnis, Elizabeth. Ich werde sie erhalten. Diese Ruinen da vorne sind meine letzte Spur, meine letzte Hoffnung, das Backup zu finden. Ich werde alles tun, um es zu finden. Versprochen. Barb? Wenn das nicht Aloy ist, die Retterin von Meridian, Gesalbte der Nora. Du weißt, dass ich diesen Namen hasse. Tja, sie ist einfach als Strafe dafür, dass du direkt nach unserem Sieg über Hades einfach weg warst. Ich war eine Ausgestoßene, weißt du noch? Ich halte nicht viel von Feiern. Ja. Aber diese war dir zu Ehren. Ich sag's nur. Also, was haben wir vor? Es muss dringend sein, wenn du es so eilig hast. Stöbern wir in alten Ruinen? Oder hat es vielleicht etwas mit der Plage zu tun? Beides, tatsächlich. Aber ich sollte... Oh nein. Ich habe dich so lange verfolgt. Es ist okay. Nach allem, was du für die Nora getan hast und meine Familie, habe ich geschworen, dir immer zu helfen. Ich werde an dir kleben. Die Rinde an Holz. Koop? Nein. Okay, aber wenn du mit mir kommst, musst du sehen können, was ich sehe. Ein Fokus. Ich bekomme tatsächlich dein zweites Gesicht. Ich gebe dir später noch einen und zeig dir, wie du deine Daten sicherst. Daten? Informationen. Auf dem Gerät. Es gibt viel zu bereden. Ich erkläre dir alles unterwegs. Ja, genau. Das sind so kleine Brillen. Du siehst immer so? Schon seit ich klein war. Na los. Wollen wir? Okay, ich habe auf dem Weg ein paar Kratzer abbekommen. Wir sollten Heilpflanzen sammeln für den Vorrat. Es ist also Zeit für deine erste Fokuslektion. Klingt gut. Fangen wir an. Nö, mach jetzt Pause. Hi, ich will auch mal wieder reden. Ich brauche doch auch meine Dosis Aufmerksamkeit. Wenn die hier alle ununterbrochen reden, dann drücke ich halt mal Pause. Also erstes Intro ultra cool. Grafik sieht wirklich insane aus und wir spielen ja wirklich auf dem Leistungsmodus, nicht Auflösung. Und ich kann vorher spielen, weil PlayStation mir den Key gegeben hat. Ich habe offizielle Erlaubnis. So, alle Fragen aus dem Chat, glaube ich, beantwortet. Und die eine Person, die gefragt hat, warum ich während der Schulzeit streame, weil ich heute 12 Stunden streame. Also wenn du bis Mitternacht Schule hast, dann hast du Pech gehabt. Keine Ahnung, dann hast du eine komische Schule. I don't know. Ja. Aber jetzt können wir weitermachen. Erstmal kurz alles hier beantworten. Let's go. Ultra cool sieht alles aus bisher. Ich freue mich schon, gleich loslegen zu dürfen. Ah, guck mal, ich darf spielen. Eine Sekunde später. Ja, aber gut, 2 Jahre zu erwarten, dass hier die Katze vorbei ist. Sehen nicht wie die aus dem Heiligen Land aus. Ja. Mit dem Fokus kannst du die sehen, die wir brauchen. Stirb. Keine Pfeile. Okay. Tippe R3, um den Fokus auszulösen. Da. Die Pflanzen vom Bach sollten ausreichen. Ah ja, Heilung. Nehme ich. Ja, die hat die... Ist es die Rüstung, die man gesammelt hat, die dieses Schutzschild um einen rum gemacht hat im ersten Teil? Achso, wenn ich gedrückt halte, kann ich in so einem Fokusmodus gehen. Sehe ich ihn in seiner Rüstung. Barrel.
Okay. Ja, ist es. Ja, ist die OP-Rüstung. Okay, ja, die war cool. Und damit konnte man mehr einen Extra-Treffer einstecken, ohne Schaden zu kriegen. Wenn ich mich recht entsinne. Erstmal sammeln wir ein bisschen Heilung. Ich bin ja nicht mal vollgeheilt. Ja, aber man fühlt sich dann besser. Okay, wir sollten weitergehen. Oh, wie cool. Willst du unterwegs noch mehr von den Pflanzen sammeln? Ja, ja. Gute Idee. Gleichzeitig. Ja, nehmen wir ein bisschen mehr Heilung mit. Volle Heilung kann nicht schaden. Will ich da hoch? Ja, bestimmt will ich da hoch, weil jetzt dann gleich so eine coole Aussicht kommt. Vielleicht wird die Landschaft geflext. Jawohl. Guck mal. Noch mehr von der Plage. Ja. Ist überall. Kann ich die mir angucken? Oder? Ah ja. Die Plage befällt alle Pflanzen. Und verändert sie. Wenn sie sich weiter ausbreitet, wächst hier bald nichts mehr. Wir müssen was dagegen tun. Ich dachte erst, ich stelle die Stimmen doch gleich laut wie alles andere, aber jetzt passt's hier im Spiel. Diese Ruinen, da müssen wir hin. Oder wie ist der Sound, Leute? Ich will, dass es schön laut ist. Sagt, dass ihr mich gerade so noch hört. Sound passt? Okay. Perfekt. Okay, wir haben aber auch einen Questmarker da oben, wo wir hin müssen. 150 Meter. Tippe vor dem höchsten Punkt deines Sprungs Kreis an, um einen Schwanensprung auszuführen. Vor dem höchsten Punkt deines Sprungs. Oh. Ja, wir meistern den noch. Kann ich nochmal hochklettern? Ja, das Wasser. Wie schieß. Hallo. Mach ganz bisschen leiser. Warte, ich mach. So, jetzt ein bisschen lauter. Ganz leicht nur. Okay, mit Kreis kann ich auch schneller schwimmen. Kann ich auch Dodge mit Kreis? Ja. Wonach suchen wir genau? Den Bäcker? Hammerkreis? Also, das ist eine KI. Oh, Kau hab ich da. Sie plündern Maschinenkadaver, wie immer. Und weg sind sie. Sie haben einen Kadaver zurückgelassen. Da unten. Ja, ich sehe den Kadaver. Ah, cool. Man hat sogar noch Zeitlupe beim Zielen. Rechten Stick reindrücken. Schademäßig ist dein HUD auf dynamisch eingestellt. Das zeigt nur Informationen an, die in einer bestimmten Situation relevant sind. Wische auf dem Touchpad nach oben, um vollständigen HUD zu sehen. Ah ja. Gib dich zu den alten Ruinen. Ich möchte die Treppen runtergehen. In der Maschine stecken viele Pfeile. Das sollte ich mir ansehen. Die Pfeile will ich haben. Hau her. Diese Maschine liegt noch nicht lange hier. Wer sonst sollte herkommen? Keine Ahnung. Wir sollten besser Pfeile herstellen. Es könnte Ärger geben da vorne. Am Bach gibt's etwas Reinholz. Da. Ah ja. Kennt man gut. Gefällt mir. Zack. Einfach kompletten Baum rausgerissen. Stellen wir ein paar Pfeile her. Halte L1 gedrückt, um das Waffenrad zu... Ah ja, genau. Und dann einfach hier X gedrückt halten. 20 Pfeile hergestellt. Ich auch. Pfeile sind bereit. Dein Fehler. Eine Leiter. Pow. Aber ich komme nicht dran. Ein gut platzierter Pfeil kann alles lösen. Ich muss nur auf das Schloss zielen. Okay. Halte gedrückt und da. Geklappt. Nach dir. Sehr cool. Das Craften funktioniert noch wie im ersten Teil. Und die Zeitlupe beim Waffenrad gefällt mir auch. Kann ich schön so... Hui. Oh. Junge. Bei der Göttin. Was war das hier? Bist du überhaupt? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. In der Übertragung, in der Nachricht stand es nicht. Nur, dass es hier ein Backup geben könnte. Oh, noch ein Fuchsi. Wir müssen einen Weg reinfinden. Die Plage vergiftet nicht nur Pflanzen. Sie tötet auch Tiere. Und die Menschen werden auch krank. Und verhungern? Das werden wir nicht zulassen. Also, was ist passiert, nachdem ich aus Meridian weg bin? Die Leute waren aufgeregt, als sie merkten, dass du weg bist. Doch einige von uns meinten, dass du bestimmt etwas Wichtiges zu erledigen hattest.
Damit hattet ihr recht. Schenker Dreieck? Das Atmen fällt dir schwer. Hallo? Ach, besuch die Plage. Etwas von der Plage. Schält sich ab. Wie tote Haut. Breitet sie sich so aus. Einer meinte, ich soll mal kurz umstellen, damit man den Vergleich... Ich glaube, ihr werdet auf Twitch den Vergleich nicht sehen. Ja, also ich sehe die 30 FPS auf jeden Fall sofort. Ja, die Auflösung ist halt viel, viel besser. Es sieht halt richtig, richtig gut aus gerade für mich. Besonders der Brücke, die Wurzeln da oben und so. Sieht halt echt krass aus. Aber ich merke die 30 FPS auch und nee. Da sieht halt immer noch fast gleich gut aus. Ich merke nur, dass die Auflösung ein bisschen schwammiger ist, aber nö, stört nicht. Ist es auf der Switch? Ja, natürlich. Das PlayStation-exklusive Spiel auf der Switch. So. Ich habe eine Markierung einfach für das Gebiet hier, wo ich drin bin. Gucken wir uns einfach hier ein bisschen um. Wenn wir zu weit weggehen, wird es uns ja schon zurückschicken. Ja, gehen wir nochmal, untersucht die Plage. Das Zeug breitet sich schnell aus. Vor 6 Monaten war alles gut. Jetzt ist sie überall. Ne? Stimmen will ich doch nochmal lauter machen. Meinte auch einer im Chat gerade. Es ist schade, dass ich das nicht höher drehen kann. Ah, warte, wir können Mitternachtsmodus machen erstmal. Dann sollte es gebalanceder sein vom Sound. Schauen wir mal erstmal, wie dann die Stimmen sind. Wenn sie nochmal reden sollten. Finde einen Eingang. Da sind ja die Ruinen. Ah, okay. Jetzt verstehe ich, was ich tun soll. Kann ich das runterschießen? Nein. Kann ich hier einfach so irgendwie hochklettern? Das fühlt sich nicht an, als wäre das der gewollte Weg. Ich glaube, wenn ich scanne, sollte ich irgendwelche so Kanten sehen, an denen ich mich festhalten kann oder so. Hieß es doch in der Preview. Kann ich einfach diese Schräge hier hochlaufen? Nee. Da ist der Tempel. Ich bin zu doof. Vielleicht hier drüben irgendwo. Da ist auf jeden Fall was zum Aufheben. Wir haben ja ihn hier. Vielleicht hilft er mir irgendwie hoch. Vielleicht einfach hier weitergehen. Hier runter. Ja. Einfach geradeaus gehen. Schnell zum Gras. Habe ich noch nie gesehen. Ich auch nicht. Das ist wie so ein Frettchen, ne? Oh, wie cool. Die toten Maschinen haben ihn alarmiert. Wie willst du vorgehen? Der Fokus kann uns helfen. Wir scannen die Maschine vor dem nächsten Schritt. Halte RG3. Einen Moment. Okay. Alle Daten. Siehst du, wie manche Teile leuchten? Das sind die Schwachstellen. Verstehe. Rohstoffbehälter abnehmbar, enthält wertvolle Rohstoffe, wird zerstört, wenn getötet. Im Notizbuch ansehen. Ja, guck mal, so können wir uns alles bei dem Tier angucken. Ein Gräber, Stufe 5, Aufklärung leicht. Eine Aufklärungsmaschine, die einen schrillen Signalton abgibt, um Verbündete zu alarmieren und Feinde zu betäuben. Sie kann unterirdische Tunnel anlegen und unerwartet wieder auftauchen. Schwach gegen Feuerschaden. Körperharte Aushülle, die synthetischen Muskeln und Betriebssysteme schützt. Auge. Teil des Auges, der besonders anfällig für Schaden ist. Okay, Weak Spot. Klanghülse am Bauch unten. Abnehmbar, kann durch Reißschaden entfernt werden. Deaktiviert einen Angriff, wenn es entfernt oder zerstört wird. Wird getötet, wenn es zerstört wird. Und Haupt-Upgrade Rohstoff. Bauteil ist wertvoll zum Verbessern von Waffen und Outfits. Guck mal, da steht sogar die Prozentchancen, wie hoch die Dropraten sind und sowas. Wie cool. Und hier das hier, Bauteil. Reißschaden. Wird zerstört, wenn getötet. Ah. Okay, also das untere und das... Achso, so rum. Okay, die Teile gehen kaputt, wenn man es tötet. Theoretisch muss ich also Brust und Arsch abnehmen und dann könnte ich danach es töten und hätte vollen Loot.
Okay. Habe ich irgendwas verpasst? Denk mal ein bisschen Storykram. Ich erkläre es nochmal kurz, weil viele Leute jetzt erst einschalten und so. Aloy will ein Backup von Gaia finden, dem System, das das Wiederherstellungssystem der Welt kontrolliert. Und dafür suchen wir gerade Ruinen. Weil irgendwie gerade alles außer Kontrolle gerät und so ein roter Pest die Welt überfällt. Genau. Okay, konzentrieren. Dann machen wir Zeitlupe. Der zeigt seinen Hals, der ist ab. Da ist der Arsch ab. Und jetzt müssen wir noch ins Auge. Okay, das war nicht das Auge, aber er ist tot. Sehr schön. Wie stehe ich auf? Wie stehe ich auf? Wie stehe ich auf? Okay. Da hinten ist noch einer, ja. Ich sehe es. Warte, ich würde ihn gerne plündern. Alles nehmen. Er hat es noch nicht gesehen. Sein Auge ist noch nicht rot. Zur Erklärung, wenn die einen suchen, sind die Augen... wenn die nichts wissen, sind die Augen blau. Wenn die im Suchmodus sind, sind die Augen gelb. Und wenn sie aggro sind, sind die Augen rot. Wie es sich anschließt. Jetzt mal fertig aufspannen den Bogen. Zeitlupe. Wasch. Komm, stell dich nochmal auf. Oh, es wollte gerade seinen Schrei machen, aber der Typ hat es weggeprügelt. Okay, oder nicht? Der Fokus, das alles. Viereck? Er liest die danke. Daten der Maschine. Wie ein Jäger, alles. Der auf der Lauer liegt? Ja, in der Art. Gräberklanghülse. Ah, guck mal. Nach der Aufregung über mein Verschwinden. Was ist dann passiert? Also, als die Feier vorbei war, führte meine Mutter die übrigen Nora nach Hause. Der Sonnenkönig ließ seine Leute die Stadt wieder aufbauen. Und ich brach auf, um dich zu finden. Wie lange ist für mich heute? Ist sehr lange. Ich will dir sehr viel Spiel gönnen. Ja, Chat hilft ja. Ich will beantworten solcher Fragen. Wurde auch erschossen. Sollte aufhören. Ah, sehr cool, der Kampf schon. Gefällt mir. War genau passend. Ich bin noch ein bisschen doof vor der Steuerung. So, Viereck. Ja genau, wir haben die Teile abgeschossen und die lagen ja jetzt in der Welt rum. Das war schon mal super cool, dass wir den extra looten können. Wir haben ja, glaube ich, echt viel Zeug für Pfeile. Ich mache aber mal voll. Ach, 20 Pfeile ist Maximum. Okay. Ja, mir fehlt so ein bisschen Auto-Aim tatsächlich, aber wir kommen gerade erstmal so klar. Genießen erstmal, wie es ohne Auto-Aim ist. Achso, ich kann mich übrigens wieder einblenden. Und einer hat sich gewünscht, dass ich ein bisschen mehr in die Ecke gehe. Ist irgendwas in der Ecke? Ich will nichts verdecken, aber ich achte mal drauf, ob irgendwas in der Ecke ist. Du hattest schon als Kind einen Fokus, hast du gesagt. Das ist meine Erfahrung, ja eben. Ja, ich fand meinen ersten, als ich in eine Ruine fiel. Die anderen fand ich neulich in einem alten Versteck. Ersatz kann nicht schaden. So, tippe 4 zum Ducken aufstehen. Haha, jetzt wird's erklärt. Aber ihr kennt natürlich noch alle die Steuerung vom ersten Teil. Das ist für mich schon ein paar Jahre her. Ruine der Alten. Göttin, schütze uns. Alles gut, Val. Ich finde, der Ton passt hier jetzt. Durch. Von den Stimmen und so. Willkommen in der Farsinith-Startanlage. Farsinith? Ich weiß, dass sie Geschäfte mit Zero Dawn gemacht haben. Aber wozu hatten sie ein Backup von Gaia? Für die Tour melden Sie sich bitte an der Rezeption. Vermutlich sollen wir uns bei Ihnen melden. Hallo? Bin hier für die Tour? Identiscan wird durchgeführt. Zutritt verweigert. Bitte warten Sie, bis man Ihnen hilft, Dr. Sobek. Okay. Sie haben sich wohl nicht so gut mit Elizabeth verstanden. Gut, finden wir einen Weg rein. Ja, cooles System auf jeden Fall. Da runter können wir nicht zur U-Bahn. Das sollten wir aufbrechen können. Tür aufstemmen. Oh, die Schultertaste hat auch Widerstand direkt. Hat ja wieder haptisches Feedback. Fühlt sich bisher sehr gut an. Bogenspann und so. Kletterausrüstung. Irgendjemand ist von oben reingekommen. Ist das ein Upgrade für uns direkt? Wahrscheinlich nicht. Wer das hier gelassen hat, könnte auch die Maschinen von vorhin erschossen haben.
Wo sind sie jetzt? Weitergegangen wahrscheinlich, ne? Was stinkt hier so? Muss mehr looten. Ein ganzes Lager. Zerstört. Sie müssen hier nach Schrott gesucht haben. Säure. Das erklärt den Geruch. Beschädigtes Werkzeug. Ich dachte, ich scanne gerade den Menschen. Ist etwas Größeres von oben runtergekommen. Einmal aufs Lager gekracht. Und dann durch die Mauer. Kann mit Zugkraft entfernt werden. Ich sollte mir den Schutt dort im Spalt ansehen. Trainingsattrappe. Ja, ich will aber erstmal das Lager hier ein bisschen angucken. Ey, Leute, chill mal. Hatten hier sogar echt so ein kleines Dörfchen gebaut. Cool. Okay. Dann schauen wir mal, was wir mit unserer Zugkraft... Oh, eine Lootkiste. Yo. Vier Kühlsaft und zwei Metallscherben. Let's go. Ja, das ganze Zeug braucht man dann, um die verschiedenen Pfeile herzustellen. Zu diese Upgrades. Was auch immer hier durchkam, hat das hier zum Einsturz gebracht. Wenn ich das Geröll bewegen kann, können wir uns vielleicht durchzwängen. Das gescannt ist hinter der Kamera. Oh, warte, das müssen wir nochmal gucken. Aloy, hier drüben. Ah, ja. Ich glaube, ich hab da was. Gehen wir hier runter? Warte, ich wisch nochmal hoch. Ich glaube, da war nur die Munition oder so. Ja, das ist die Munition. Gehen wir hier. Perfekter Spot gefunden. So, let's go. Das ist wohl ein Osram-Prototyp, nehme ich an. Dieser Haken kann sich wohl irgendwo einhaken. Und das hier zieht es zurück. Es sieht kaputt aus, aber wir könnten es reparieren. Hake es bei den Trümmern ein. Und es rausziehen. Könnte klappen. Der Fokus hilft uns beim Durchsuchen und Sachen zum Reparieren zu finden. Mein Fokus hat ein paar interessante Sachen gefunden. Die Kiste, die ich schon geöffnet habe? Die Säure fraß sich durch die Rüstung. Ein Rucksack. Ein Maschinenteil. Vielleicht zum Reparieren. Mach doch einfach das Bild kleiner und stell dich rechts unter die EP-Leiste. Ja, aber wenn... Oh, cool, Karte. Wenn man beim Scannen dann Sachen blockiert... Da ist nicht so viel Platz zwischen der EP-Leiste und dem Infofenster. Muss ja ganz schön winzig sein. Mini-Zombie. Guck mir mal, wo müsste ich sein und wie klein müsste ich sein? So irgendwie. Hallo? Bin Streamer? Wir können auch weglassen von mir aus. Das mache ich einfach da unten unter dem über den Waffen oder so. Mitte rechts. Ja, solange ich über dem Zeug bin, also, weißt du, wenn ich jetzt das Rad hier öffne, bin ich halt über den Sachen. Ich glaube, das hier ist eine gute Position. Sonst schon passen wir später einfach an. Jetzt werde ich erstmal hier spielen. Ich will halt eine gute Stelle haben. Ist mir wichtig. Was haben wir hier? Maschinenkabel, stärker als Seil. Okay, ich glaube, damit können wir das Werkzeug reparieren. Oder okay. Etwas Besseres herstellen. Was Besseres? Du könntest diese Werkbank benutzen. Ah, ja, da drüben. Okay, okay. Crafting, let's go. Ah, guck mal. Vier Ausrüstungsdinger und das erste ist der Zugwerfer. Legendär. Eine verbesserte Version des Prototypenwerkzeugs eines Stöberers, das sich an Objekten festsetzt und sie herbeiziehen kann, ermöglicht auch das Ziehen zu bestimmten Greifpunkten. Okay, also der Greifhaken. Sehr wichtig. Herstellen. Herstellen abgeschlossen. Zugwerfer. Okay, drei weitere Sachen gibt es. Eins davon ist ja so ein Gleiter. Hab mir in den Trailern gesehen. Anderen Sachen bin ich gar nicht so sicher. Ah, ein Zugwerfer. Testen wir ihn mal an den Trümmern. Wie rüste ich einen Zugwerfer aus?
Der Zugwerfer ist ein vielseitiges Werkzeug, mit dem du Objekte in der Umgebung, die ein Kreuz haben, betätigen kannst. Mhm. Unter mir steht, halte, drücke Dreieck. Einfach. Beim Zielen. Dann kann ich werfen. Und jetzt kann ich mit R2 werfen. Ja. Und raus damit. Das ging besser, als ich dachte. Okay, sehr umständlich einzusetzen, weil ich zielen muss, Dreieck und dann R2. Aber es funktioniert, das Gerät. Es sieht nicht so aus, als gäbe es einen einfachen Weg raus. Ich sollte das Gebiet scannen. Aber Zugwerfer ist wieder ein schön deutscher Name. Er wirft Züge. Was ist das? Wofür ist das nur? Nutze deinen Fokus, um mehr über deine Umgebung zu erfahren und Rätsel zu lösen. Halte R3 gedrückt. Wow, guten Morgen. Ich bin Oswald Dalgard. Und es ist mir eine Freude, Ihnen Farsinef vorzustellen. Vergessen Sie, was Sie über uns zu wissen glauben. Unsere Wahrheit ist simpel. Unser Motto, greifen Sie nach den Sternen, selbst wenn Sie dafür 8,6 Lichtjahre lang durchs All reisen müssen. Bitte gehen Sie ins Auditorium, wo wir unsere Pläne offenlegen. Was wohl in diesem Auditorium ist? Wir werden es sehen. Ja, ich lese aber die Tutorials vor, wenn die unter mir sind. Ich würde gerne noch für die Untertitel tatsächlich was anpassen. Barrierefreiheit wahrscheinlich. Oh mein Gott. Ja. Ich würde die auf groß stellen, glaube ich sogar. Oder einen Hintergrund anmachen. Ich mache erstmal den Hintergrund an. Wie findet ihr die Größe von den Untertiteln? Passt eigentlich sonst, ne? Datenpunkte entdeckt. Das heißt Datenpunkte entdeckt. Oh, da. Vielleicht komme ich da hoch. Greifpunkt. Ah, da drüben ist auch was. Sieht vielversprechend aus. Strickleiter. Wie komme ich da hoch? Ah, so ein bisschen Umgebungsscan. Ich glaube, ich mache was falsch. Springe und tippe X an, um dich an Greifpunkten festzuhaken. Du kannst bestimmte Punkte in den Welt per Greifhack. Achso, automatisch. Muss gar nicht zielen und so. Einfach zweimal wow. X. Hat geklappt. Wie ein Double Jump. Der Zugwerfer ist nützlich. Schade, dass es nur einen gibt. Keine Angst, wir suchen dir einen anderen Weg. Schade, dass man nur einen davon auf der ganzen Welt machen kann. Ah, guck mal. Cool. Klettern können wir auch, Viereck umfallen zu lassen. Jupp, jupp. Tippe beim Bewegen L3 an, um zu sprinten. Beim Sprinten X lange an, um einen langen Sprung auszuführen. Gewonnen. Ich hatte ein bisschen Panik, hab zu früh gedrückt. Das kriegen wir schon alles hin. Ja. Und runter. Okay. Sind irgendwie hochgekommen. Passt. Alles gut. So, Fokus. Kannst du hier irgendwas sehen? Nee. Drüben müsste irgendwo die Strickleiter sein, auf jeden Fall. Okay, ich muss die Leiter für Wahl runterlassen. Leiter herunterlassen. Bitte sehr, Wahl. Danke. Wer hat die Leiter hier aufgerollt? Das interessiert mich. Fancy? Es müsste ja hier noch jemand unterwegs sein. Menschen, Homo sapiens, wir haben die Grenzen immer getestet. Als Entdecker, Pioniere, Wegbereiter. Und jetzt macht Farsinef einen Sprung in die Zukunft. Daher sind wir stolz, der Odyssee neues Leben eingehaucht zu haben.
Fasenet braucht für das, was unsere Regierungen schon in der Umlaufbahn abgeschrieben haben, weniger als ein Jahrzehnt. Doch das ist erst der Anfang. Wenn das Schiff fertig ist, reist die Odyssee mit ihrer Crew an einen Ort, wo noch niemand vorher war. Ganzes Budget für Special Effects. Dort wird die erste Kolonie der Menschen im All entstehen. Die Odyssee braucht 300 Jahre für die Reise. Doch wann immer wir in den Nachthimmel schauen, wissen wir, dass sie unterwegs ist. Und in den Worten unseres Gründers, dem verstorbenen Peter Jivumbe, die wahre Natur der Unsterblichkeit ist. Daten beschädigt. Wiedergabe angehalten. Die Alten konnten in den Himmel fliegen? Zu den Sternen? Also, ja, quasi. Das Schiff, die Odyssee, sie ist nie am Ziel angekommen. Etwas lief schief und sie ist explodiert. Da können wir wahrscheinlich im ersten Teil erfahren. Gab Elizabeth ihnen deshalb ein Backup von Gaia? Für die Kolonie? Fehler. Präsentationsdatei beschädigt. Rekrutierungsdatei für Mitglieder verfügbar. Möchten Sie sie reaktivieren? Ja, reaktivieren. Mal sehen, was Sie sonst noch sagen. Wir alle kennen die Prognosen. Wirtschaftliche Instabilität, neue Infektionen, defekte KIs. Wie lange wird es dauern, bis eine Katastrophe die Elite in zu große Gefahr bringt? Wir bei Fasenev glauben dem Unvermeidlichen zu entkommen. Also greifen wir nach den Sternen. Sie haben gesehen, was wir hier aufbauen. Die Infrastruktur für den Bau der Odyssee. Ein hochmodernes Rechenzentrum, das technologischen Fortschritt vereinfacht. Und Sie haben gesehen, wie wir die öffentliche Wahrnehmung steuern. Seien Sie dabei und investieren für Ihre Koje auf der Odyssee. Erhalten Sie Ihren Lebensstil überall, auch jenseits der Erde. Ja, den Untergang der Welt sahen Sie schon, aber Sie sahen noch nicht. Wie? Also war alles, was Sie damals über den nächsten Schritt der Menschheit sagten, eine Lüge. Diese Leute wollten nur ihre eigene Haut retten. Tja, aber es klappte am Ende nicht. Dieser Oswald sprach von einem Rechenzentrum. Da. Das Backup. Das sollte da drin sein. Der Typ ist einfach nur so maximal lost. Hat zum ersten Mal einen Fokus an, auf einmal reden KIs mit ihm. Dann müssen wir außen rum. Komm schon. Denkt sich auch nur, Kacke, warum wollte ich die begleiten? Leider meinte zu der Odyssee, hat man sieht nicht so von Theodorn gehört. Über den Fluss. Okay. Wir finden einen Weg. Gehen wir weiter. So, ja. Hallo. Hier ist alles völlig zugewachsen. So, das können wir rausreißen. Ja, wir suchen gerade ein Backup von Gaia. Um diese rote Seuche aufzuhalten. Beziehungsweise einfach allgemein das Weltrekonstruierungsprogramm wieder ins Laufen zu kriegen. Falls ihr gar nichts versteht, tut am Anfang mal eine schöne Zusammenfassung vom Stream. Ja! Was ist denn das? Ich weiß nicht. Das könnte die Wasser angetötet haben. Sei auf der Hut. Ist das der Gegner? Ich glaube. Hier hoch. Vorsichtig. Wir wollen nicht, dass diese Dinger nach Hilfe von unten rufen. Leise. Nimm du den linken.
Ich übernehme den da rechts. Okay. Ich rücke vor. Ich muss mich anschleichen und ihn mit meinem Speer ausschalten. Ja, wenn er gerade nicht herguckt, dann gerne. Ich sollte erst scannen. Den Patrouillenweg prüfen. Ach stimmt, wenn man die Gegner scannt, sieht man, die Wege, die laufen. Aber scheinbar nur im Scan-Modus. Ne? Ja, genau. Darf ich rollen? Zum Anschleichen? R1. Ah, ich musste erst lesen, welche Taste es ist. Quest P geschlagen. Wir machen mal kurz einen Quick-Load. Hoffentlich sind wir nicht am Anfang vom Spiel. Ah, okay. Ich muss mich anschleichen und mit meinem Speer ausschalten. Er darf mich nicht sehen. Ich sollte erst scannen. R2, Ziel markieren. R1, Spur markieren. Ah. Ach so, und dann bleibt es auch, wenn ich zumache. Okay. Aber eigentlich ist es gut, dass ich ihn hergelockt habe, weil, ja. Ne? Genau, können wir alles hier schon looten. Was macht er da oben? Keine Ahnung. Stein aufheben. Wir looten einfach mal. Die Mächte sind so süß? Ja. Die sind echt cool. Wollte er nicht den linken machen? Ach, da kommt er erst. So viel zu Teamwork. Ja, der sprintet hier schon hin. Weißt du, er kann einfach mit Vollgas hinlaufen und den wegsneaken. Erwischt. Einfach angesprintet. Meiner ist auch erledigt. Du warst ein bisschen zu spät dran für deinen Part. Besuche die alten Ruinen nach dem Backup. Davon sind noch mehr Maschinen. Wir beide sind dem gewachsen. Machst du hier draus richtige Folgen oder nur VODs? Man kann sich den Stream im Nachhinein angucken. Was ist daran keine richtige Folge? Und nein, ich lade keine 700 Folgen Horizon hoch, kurz bevor mein Elden Ring Let's Play startet. Mein Bogen ist bereit. Mein Bogen ist bereit. Ja, ich kann mich auch ansneaken. Ist die Aufgabe noch? Nur einfach erledigen. Würde ich sogar sagen, dass ich die anpeile. Damit ich die Teile abschießen kann. Oh, der da drüben hat sich eingebuddelt. Oh, wie er jetzt aus dem Boden guckt, da hinten. Was ist dein Move jetzt? Ja, direkt ist dein Move. Da ist noch einer. Ja. Eins. Und zwei. Und ins Auge. Alle erledigt. Nice. Was ich sagen wollte, du scheinst einen neuen Look zu haben. Ja, ich weiß. Ich hatte nicht viel Zeit, mich zu rasieren, als ich dir hinterher bin. Keine Angst, das ist nicht dauerhaft. Gut. Entschuldige, dass mein Schnurrbart dich beleidigt hat, Gesalbte. Das war ein Flame, weil er einen Bart hat. Die Stimmen sind etwas leise. Warum gibt es keine Option, die lauter zu machen? Ich kann nur alles andere leiser drehen. Einstellungen. So, ich mach so und dann mache ich für euch nochmal lauter. Aber mal gucken, wie es jetzt mit Stimmen ist. Erstmal kurz ein bisschen rumschlagen. Scheint gut zu sein. Ja, guck mal, wenn man diese Teilung voll hat, kann man die Bären trotzdem aufheben. Ist cool. Okay, kurz antippen. Ich muss mich dran gewöhnen. Zum Loot markieren. War davor besser? Ja, wartet erstmal ab, bis die reden. Ein
Ich weiß, dass die Stimme leiser wird, wenn ich weiter von ihm weg bin. So funktioniert Ton, aber er ist generell trotzdem relativ leise. Die Plage ist auch geschafft. Oh. Die Plage hat wohl das arme kleine Ding hier erwischt. Es konnte nicht weg. Ich hoffe, es hat nicht gelitten. Hoffe ich auch. So, hier können wir rein. Ja. Hat irgendwie ein Feuer angezündet. Oh, das brennt einfach zufällig noch. Oh, und hier ist sehr viel kaputt. Die Osserer müssen Sprengstoff gegen Maschinen eingesetzt haben. Ein paar haben sie erwischt. Sind eindeutig zu viele tote Füchse. Die Maschinen haben sie durchbrochen. Allen Loot mitnehmen. Das ist Gesundheitstrank. Oh, cool. Der Osseram konnte ihn wohl nicht mehr nutzen. Du hast gerade einen kleinen Gesundheitstrank erhalten. Das Trinken von Gesundheitstränken erfordert Zeit, aber sie stellen Gesundheit sofort wieder her und können sie über deine maximale Gesundheit ansteigen lassen. Vorsicht, da sind Fallen. Um Fallen zu entschärfen, nähere dich ihnen und halte Dreieck gedrückt. Ich find's lustig, wie er einfach reinläuft in die Falle. So, ein paar Sachen für später erbeutet. Pass auf, dass du nicht hochgehst. Und mehr Sachen bekommen. So, ein paar Sachen für später erbeutet. Das klang irgendwie gerade komisch. Aber alles andere ist bisher perfekt. Noch in dem Lager aus. Vielleicht könnten wir hier selbst ein paar Fallen bauen. Könnte nützlich gegen die Maschinen sein. Gute Idee. Erstmal kurz Pfeile. Halte zur Herstellung einer Sprengfalle nach unten gedrückt, um deine Jägerausrüstung zu öffnen und agiere zum Sprengfallenmenü. Ich habe nicht die richtigen Sachen für eine Falle. Anscheinend haben die Osserer Maschinenteile abgeschossen. Da sollte ich genug Materialien kriegen können. Ah, kann ich ja da unten noch durchschalten. Schnellreisepaket, Stein, Sprengfalle. Sammel Maschinenmuskel. Kleines Vorratslager. Okay, dann looten wir mal. Death Hunt Gaming, kannst du aufhören, alle 3 Sekunden zu sagen, dass ich die Cam ausmachen soll? Du bist der Einzige, der das schreibt. Ist vorne schon mal geschrieben. Kamera einfach ausmachen, dann lass die Kamera einfach weg. Einfach kleiner machen, mach die in die Ecke. Du bist der Einzige, der nervt damit. Geh weg. Lass mich. Ich will aber das Spiel genießen. Das ist nützlich. So, wir brauchen noch Sprengpaste. Ich bin gänzlich unzufrieden mit allem. Okay. Ich hab jetzt alles für eine Falle. Ja, warte, ich muss mehr looten. Ist so viel Loot. Kann ich doch nicht einfach liegen lassen. So, nach unten gedrückt halten. Herstellen, eine Sprengfalle. So, Sprengfalle fertig. Wenn irgendwas auf die drauf tritt, ist es ganz schnell vorbei. Ein Heiltrank, eine Falle. Fast so, als würde jetzt gleich ein großer Gegner kommen. Ganz hier. Hier drüben, Aloy. Ich glaube, hier geht's hoch. Echt? Wo denn? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Das sind Maschinen. Sie haben uns noch nicht gesehen. Was ist das? Ich habe diese Maschine schon mal gesehen. Ein Wühler. Ein Wühler. Ein wendiger Plünderer, der häufig in Herden unterwegs ist. Er kann abgerissene Maschinenteile schnell zerstören, Gegner beißen oder Schockangriffe aus der Distanz abfeuern. Okay, kann ballern. Hat einen Rohstoffbehälter auf dem Rücken und am Popo hat er eine Energiezelle. Löst einen Abschuss einen Schockschaden aus der... Löst bei Abschuss mit Schockschaden eine Elementexplosion aus. Okay, das sind die beiden Teile zu entfernen. Rücken und Po. Okay. Den kenne ich nicht. Schauen wir mal, wo seine Schwachstellen sind. Schon herausgefunden. Eine deiner Fallen in seinen Weg legen. Okay, so eine Falle in den Weg legen, wenn das Spiel meint, so tutorialmäßig. Ja, der läuft hier lang. Und platziert. Muss ich dann selber draufschießen oder explodiert es einfach, wenn der hinläuft? Wir wissen ja, was sein Weg ist. Wir können auch nochmal kurz da den markieren. Ja, der läuft da genau durch.
schön. Nice. Tarnkill. Okay. Also kriege ich gar nicht den guten Loot. 1v1 me. Hä? Oh. Der hat mich geblitzt, der Junge. Kann der Junge aufhören, mir die ganzen Roboter kaputt zu hauen? Perfekt. Alles sicher. Gut, gehen wir weiter. Zweimal heilen? Nee, einmal heilen reicht. Cool. Sehr schön. Wir haben die Teile abgeschossen. Für extra Loot. Du kennst also zu mehr Loot sage ich ja nie nein. Sind die alle so? So, wie Sound? Jetzt nach dem Kampf so? Wir haben Dialoge gehört, wir haben alles gehört. Top. Okay, sehr schön. Für mich auch. Sie haben alle ihre Geheimnisse, aber jeder Ort ist anders. Alles muss mit. Immer noch unzufrieden, 0 von 10. Okay. Dann kann ich, glaube ich, aber auch nichts besser machen, wenn das noch eine 0 von 10 ist jetzt. In welchem Land lebst du? Ich bin in Deutschland. Ganz normal. Bin keiner der Madeiraner. Ja, hoch soll ich. Das ist so ein Kletterpunkt, ne? Nein. Ah, das ist ein Punkt zum Festhalten einfach. Ah. Doch, ist eigentlich ganz cool, dass das Spiel mir so gar nichts sagt, wo ich lang muss. Wow. Die Maschine von vorhin ist wohl unterwegs. So, und wir sehen die Kanten zum Festhalten. So. Perfekt. Ja, den ersten Teil hatte ich gespielt, aber davon habe ich nichts irgendwo hochgeladen. Deswegen. Da draußen zieht ein ganz schöner Sturm auf. Ja. Sie werden stärker. Und häufiger. Also die Stürme und die geplagten Lande, die Flüsse und Seen voller Algen? Das sollst du alles gerade biegen? Ja, aber das geht nur, wenn ich das Backup finde. Ich glaube, wir schlingen uns zum Rechenzentrum durch. Einfach wir Schlüsse. Müssen durch das große Gebäude da hinten rechts durch. So, ist hier sonst noch was? Nee. Wir sind jetzt schon wieder da hochgelaufen. Ah ja. Hey, Val. Hier sind Daten. Du kannst sie mit dem Fokus scannen. Zero-Dawn-Handelsabkommen. Zusammenfassung der Verantwortlichen des Hohen Rats. Die Verhandlungen mit den Vertretern von Zero-Dawn sind abgeschlossen. Ich bin ausgesprochen erfreut, dass wir uns auf einer beiderseits profitables Abkommen einigen konnten. Es zeigt, dass Zuckerbrot für gewöhnlich besser wirkt als Peitsche, im Gegensatz zu den weniger taktvollen Vorschlägen einiger unserer eher reaktionären Mitglieder. Zusammengefasst liefert Far Zenith eine Kopie des Prototyp Homer Archivs, bereits gesendet, 500 Ektogenesenkammern müssen aus dem Lager unserer Nimmeranlage beschafft werden, zusätzliche Elektrogenese-Forschungsberichte. Im Gegenzug erhält Far Zenith in der Woche vor dem Start der Odyssee eine Kopie des Alpha-Bilds der Apollo-Datenbank. Unsere Einschätzung des Zero-Dawn-Zeitplans zufolge sollte sie zu diesem Zeitpunkt ein fast vollständiges Archiv des menschlichen Wissens sein. Es sollte beachtet werden, dass Dr. Sobek nur sehr ungern dazu bereit war, aber ich habe ihr klargemacht, dass dieser Punkt nicht verhandelbar ist. Als unser loyaler Medienvertreter werde ich weiterhin sämtliche öffentlichen Gespräche mit Dr. Sobeks Team führen, während Daten beschädigt. Die Daten erwähnen Technologie, die Far Zenith mit Zero Dawn getauscht hat. Aber nichts darüber, woher sie ein Backup haben. Ich halte Ausschau nach mehr Daten. Okay, mach das. Mal sehen. Oh, viele Glyphen. Das schaue ich mir später genau an. Das sind Buchstaben, du Noob. Tür öffnen. Wir müssen wohl hochklettern. Ah ja.
Tippe R3 an, um Kanten zu sehen. Genau. Das ist cool. Das ist sehr cool. Hier können wir eine Abkürzung öffnen. Falls wir später nochmal hin müssen, falls ich für 100% irgendwas hier übersehe. Alles okay? Ja. Nein? Da gehen wir eher nicht lang. Ja, eben. Ah, hier. Aber falschen Weg gegangen. Geht wirklich alles auseinander. Es ist ja auch 1000 Jahre alt. Ja, ja, die reden nur echt viel, weil es hier der Anfang ist. Später bin ich ja alleine unterwegs. Wie ein Besprechungsraum. Die Tür auf der anderen Seite ist verschlossen. Sorry, Val. Ich wusste nicht, dass du noch was sagen willst. Anzu. Das Zero Dawn Terraforming System. Eine Erfindung von Dr. Elizabeth Sobeck. Mit der Hilfe von 9 Unterfunktionen ist Gaia, der Kern des Systems, in der Lage, Planeten fortgeschritten zu entwickeln. Was unseren Kolonialisierungsanstrengungen zugutekommt. Verfahren Phase 1. Das Ziel innerhalb von Projekt Zero Dawn etablieren. Status vollständig. Phase 2. Das Ziel wird insgeheim eine vollständige Kopie von Gaia und ihren Unterfunktionen in das Rechenzentrum dieser Anlage hochladen. Wenn alles gut geht, erfahren die Zero Dawn-Angestellten rein nichts von der Übertragung. Risiken. Wird diese Operation entdeckt, könnte Zero Dawn die bereits verhandelte Apollo-Datenbank einbehalten. Travis Tate, der Hacker-Experte, der sich um das Hades-Protokoll kümmert, darf auf keinen Fall davon erfahren. Außerdem muss auch gegenüber Dr. Sobeck selbst äußerste Vorsicht gelten. Als eine der herausragendsten Technologinnen der Welt könnte sie unvorhergesehene Sicherheitsmaßnahmen ergriffen haben. Die Exekutivzusammenfassung ist abgeschlossen. Beurteilung hängt an. Ich dachte, Elizabeth hätte das Backup hergeschickt, was nicht stimmt. Farzineth hat Gaia gestohlen. Aloy, warum sieht die Frau aus wie du? Ist okay, Val. Wir sehen uns ähnlich, weil sie exakt ich ist. Gleiches Genmaterial. Aber sie war eine der Alten. Wie kannst du sie sein? Und zwar wurde ich nicht geboren. Ich wurde geschaffen. Von einer Maschine. Ich habe keine Mutter und wurde als Kind verstoßen. Ich verstehe das nicht. Welche Maschine erschafft einen Menschen? Erinnerst du dich, dass ein Backup eine Bedienungsanleitung ist? Es ist noch mehr. Sie heißt Gaia. Und lange Zeit kümmerte sie sich um die Welt, bis sie sich selbst zerstören musste. Dann schuf sie mich, um sie zu retten. Ich bin die Einzige, die das kann. Und hier ist meine letzte Hoffnung. Du hast mal gesagt, dass die Göttin zu dir sprach, als du in den Urmutterberg gingst. War das diese Gaia? Ja. Aber sie ist nicht die Göttin, Val. Es gibt keine. Woher weißt du das? Klingt, als hätte sie dir eine heilige Aufgabe gegeben. Ich habe viel darüber nachgedacht. Mit dem Fokus wirst du das auch, aber jetzt? Laut dem Bericht wollten sie die gestohlene Gaia-Kopie im Rechenzentrum lagern. Also müssen wir dahin. Okay? Sag doch, der Typ ist komplett lost. Ah, cool. Also ich, kurz, einfach meckern, obwohl Videospiellogik eigentlich egal. Aber welche böse Organisation hat eine digitale Aufzeichnung davon, irgendwas klauen zu wollen? Es wirkt irgendwie nicht so safe davon, so eine Präsentation davon zu haben. Ja, übrigens, nächsten Mittwoch wollen wir die Daten von Gaia klauen. Aber bitte sag das nicht weiter. Aber gut. Videospiel. Let's go. Irgendwie muss es ja hier im Spiel vorkommen. Sieh mal hier. Aloy, hier drüben. Ich habe was Nützliches für dich gefunden. Nee, will ich nicht. Okay, gib her. Eine Waffe.
Danke, Val. Wir sollten weitergehen. Nach dir. Ja. Sprengschleudern feuern Bomben mit großer Flächenwirkung ab. Diese Waffe feuert Frostbomben ab. Verwende sie bei Gegnern, um sie in den Brüchigzustand zu versetzen. Gegner im brüchigen Zustand sind anfällig für Stoßschaden. Merken, Chat. Ich glaube, wenn ich jetzt hier das Rad öffne, genau, da habe ich jetzt die Schleuder. Kann ich jetzt Frostbomben herstellen und werfen. Wir haben 4 Stück. Genau, können noch mehr herstellen, theoretisch. So, erstmal Pfeile upgraden, nochmal herstellen. So. Hier unten. Plopp. Einfach runter. Looten. Ich glaube, wir sind fast wieder draußen. Gut. Da, das muss die Maschine sein. Und sie ist in die gleiche Richtung unterwegs wie wir. Cool. Oh, da freue ich mich schon so drauf, die gleich zu bekämpfen. Dann hat sie 700 Schwachpunkte und one-hittet mich. So eine Maschine. Ich könnte die neue Waffe ausprobieren. Ja, oder auch nicht. Du kannst doch immer die Schwachpunkte abschießen und dann was davon haben. Ist die Dinger so immer fallen, dass man kaum auf die Schwachstelle hinten drauf schießen kann? Ich habe ein bisschen zu viel Stuff berührt. Aua. Ich bin tot. Ich verstehe nicht, der springt hoch und macht so eine Elektroschockwelle, ne? Ich muss komplett von dem Ding weg. Ich dachte, ich kann irgendwie so durchrollen. Ah, cool. Ich setze trotzdem nicht die Schleuder ein. Ich weigere mich. Hier unten. So. Das wieder ich glaub, mitnehmen. Ich glaube, wir sind fast wieder draußen. Gut. Also, da vorne ist das Vieh. Das muss die Maschine sein. Und sie ist in die gleiche Richtung unterwegs wie wir. Toll. Noch so eine Maschine. Ich könnte die neue Waffe ausprobieren. So. Wie weicht man dem Ding aus? Puh! Yo, das springt halt einfach 100 Meter, das Ding. Aber wir haben es geschafft. Noch mehr Osseramstöberer. Und sehr viel Säure. Die große Maschine griff wohl an, als sie fliehen wollten. Sie hatten keine Chance. Die Schleuder setzen wir gleich noch ein, keine Sorge. Ich weiß, die wollte vielleicht. Das ist ja nicht neu, das ist ja mal einer aus dem ersten Teil, aber. Also. Dieses Backup ist also die letzte Hoffnung? Ja. All die Orte, an denen ich zuletzt war. Dort sollte es mehr Backups geben. Doch vor 1000 Jahren hat jemand namens Ted Farrow sie alle gelöscht. Gehörte er auch zu Far Zenith? Scheiß Ted. Er war schlimmer. Hier kommen wir vielleicht rüber. Kletterstellen hervorheben. Verstehe schon. Können wir überall klettern, Aloy. Ja. Ah, cool, wie viel man hier überall rumklettern darf. Ich möchte über dieses Seil. Ein Vorrat geschickt. Beutel voll. Okay. Ich weiß nicht, was Vorrat ist, aber sehr gut, dass mein Zeug irgendwo hingelagert wird. Wollte ich hier hoch, glaube ich. Jo, sieht gut aus. Oh, das ist eine große Maschine. Wow. Dieses große Metallding sieht wie das Schiff im Auditorium aus. Stell dir vor, damit zu den Sternen zu fliegen. Mehr Osseram. Maschinen haben sie zerfetzt. Diese Typen hatten keine Chance. Kannst du Wahl nicht ignorieren, Aloy? Hallo? Auf welchen Zweig gehst du? Ich habe noch nicht mal einen Skillbaum gesehen. Ganz ruhig.
Ich weiß nicht mal, was es für Skills gibt. Da vorne patrouillieren Maschinen. Wir können sie im Fokus markieren und im Auge behalten. Ja. Ich könnte aber auch einfach die umbringen. Okay. Was sind's denn? Da ist ein kleines Frettchen. Und das ist... Ja, das sind beides Gräber, ne? Genau, Gräber sind die Frettchen. Da links ist noch ein... Oh, da ist ein Wühler. Schwach gegen Gift und Eis. Ach, guck mal, hier sieht man auch so die Schwächen. Schon auf schnell. Muss man das rausmachen? Arsch ab. Und der hat ihn getötet, sehr schön. Bin aber doch enttarnt, ne? Tatsächlich, ja. War weit genug weg. Guck mal, ich sammle hier schon den wichtigen Loot von denen. Muss ich die später nicht... Meine, ja, wenn der herkommt, den One hätte ich, wenn der herkommt. Hat halt sowas von geschleicht. Hier, guck mal, da ist ein Pfeil. Ich weiß nicht, ob das... Aber wir hatten Steine zum Werfen unten, ne? So, wie werfe ich den? Stein. Das hat funktioniert. Nice. Eins, zwei und ins Auge. Verdammt. Können sich halt schnell be- Oh. Nicht, dass der unter mir rauskommt. Ganz am anderen Ende da hinten. Nice. Die Maschine schlug direkt durch die Mauer. Wie kommen wir jetzt hier raus? Dann looten wir mal hier kurz alles. Alles voll mit toten Maschinen. Aber Holz kann man nie zu wenig haben. Ja, den einen, den ich geschleichkillt habe, hat jetzt zwar nicht sein Zeug gedroppt, aber der war mir zu gefährlich mit zwei Wühlern gleichzeitig. Was hat er da hinten gehabt in seiner Höhle? Was ist hier drin? Eine Kiste hat er bewacht. Sehr schön. Herr Zombie, spielen Sie auf Platin? Wie ist meine Zeit erlaubt? 22. kommt das nächste Spiel, was ich spielen will. Dann am 25. Da hinten ist eine Leiter. Generell Platin will ich machen, ja. Es kann sein, dass er sich ein bisschen verzögert. Aber mal abwarten. Leiter, haben sie gesagt. Okay. Hab nicht zugehört. Am 22. kommt die Destiny-Erweiterung. Witch Queen. Aber sag doch mal, Sona fand es okay, dass du nicht in das Heilige Land zurückgegangen bist? Als Kriegsherrin der Nora verstand sie, warum ich dir unbedingt folgen musste. Aber als meine Mutter war sie nicht begeistert. Ist sie denn je begeistert? Ich habe sie noch nie lächeln gesehen. Ich auch nicht. Bin ja freundlich über die Mutter. Hier geht's weiter. Ja, dann Destiny Great werde ich Day One spielen, natürlich. Wie alle. Ich glaube, da drüben geht's weiter. Warte, war da oben dann was? Nö. Schöne Aussicht. So, da kann man hochklettern. Bitte nicht zusammenbrechen, bitte nicht zusammenbrechen. Puh. Ich glaube, die Aussicht hier war gerade cool. Da ist er. Oh Gottes Willen, das sind drei Stück. Drei von den Dingern? Und wenn sie die ganzen Osiram getötet haben, kommen wir niemals bis ins Rechenzentrum. Wir können nicht vorbeischleichen und sie nicht frontal angreifen. Wenn wir eine Siedlung suchen und Jäger um Hilfe bitten. Das dauert Wochen. So viel Zeit haben wir nicht. Vielleicht reicht es, wenn das Shuttle runterfällt. Das Ding? Wie? Ich finde es raus. Warte hier. Aloy! Glaub mir! Und weg ist sie. Danger Noodles, ja.
Ich muss nur zum Shuttle kommen, um es irgendwie in die Senke fallen zu lassen. Die Taste, die jeder 14-Jähriger freischaltet. Dreieck. Auf geht's. Wenn ich es zum Turm schaffe, finde ich sicher einen Weg rüber zum Shuttle. Nico, wir? Die Fei? Tot. So. Wenn ich dir einen Schuss in dein Auge reinsemmel, bist du mich denn in dem... Ach, der hat die Leiche von dem anderen gesehen. Ah. Sagen wir, hat der mich bemerkt. Okay. Genug von den Drüsen von euch gesammelt. Gerade beschlossen. Aber deine will ich. Vielleicht sollte ich fürs Erste den Speer nutzen. Munition sparen. Vielleicht sollte ich einfach nicht... Guck her, eins an. Ja, guck mal. Hey, wie wär's denn, wenn ich in den Nahkampf gehe gegen den Kampfroboter? So. Halte R2 gedrückt für den Wuchtangriff. Ja, es wurde einfach geklärt. R1 leichter Angriff, R2 starker Angriff. Halte R2 gedrückt für aufgeladenen Angriff. Liebe die Webcam, danke schön. Ich hoffe, sie nimmt nicht zu viel weg. Zerstört nicht die Atmosphäre. Das bin ja ich. Zerstöre ich die Atmosphäre? Nein, natürlich nicht. Ich glaube, wir haben alle Obos weg. Gerade mal. Vielleicht hier um die Ecke nochmal neue. Nö, bisher alles ganz gut. Da. Mit der Leiter komme ich auf den Turm. Mit wem redest du, Aloy? Du bist alleine. Da hoch wollen wir. Okay, da oben ist eine Stange. Ich glaube, ich kann sie erreichen, wenn ich vom Greifpunkt aus springe. Tippe Viereck, um dann dich an den Kletterpunkt fällen zu lassen. Ich bin nicht hoch genug. Ich versuch's nochmal. Ah, okay. Warte. Ich erklär's euch, was da gerade passiert ist. Also, wenn ich mich zu so einem Punkt hinziehe, kann ich Kreis drücken, um mich von dem Punkt abzustoßen, um höher zu springen. Also, ich hämmer jetzt einfach Kreis und dann kann ich mich da so hochkatapultieren. Dann können wir verlassen. Okay. Cool. Cool, dass er direkt nochmal eine neue Funktion noch zusätzlich hat fürs Klettern. Hier oben war doch... Ich hab doch... Da. Zeig ich dir. Irgendwas zum Klettern habe ich doch gerade gesehen. Bin nur nicht doof. Das klingt ja gut. Ich will doch gar nicht weiter. Ich möchte erstmal die Kisten hier. Ja. Wer sagt überhaupt, dass die Schlangen da in 10 Minuten noch da sind, wo ich jetzt hinkletter? Ich kann doch einfach auch weitergereist sein. Wenn die genug von dem Flugzeug haben. Jawohl. Oh, wenn ich dann erstmal den Gleiter habe, dann wird's cool. Das sieht aus wie so ein Greifhakenpunkt. Die ganze Zeit haben also drei riesige Maschinen Osaram getötet und überall Säure vergossen. Na toll. So. Ist abgebrochen? Das war knapp. Ein wackeliger Turm weniger. Auf zum nächsten. So. Da unten sind die Sneaks auf jeden Fall noch unterwegs, ne? Ja. Weißen immer noch in das... Wie cool die sind. Ich freue mich schon so eine Mal zu bekämpfen. Aber hier ist ein Kabel. Vielleicht komme ich damit rüber. Hä? Bring auf eine Seilrutsche, um sie zu benutzen. Ja, okay. Let's go. Alles gut. Tja, hier geht's wohl nur nach oben. Fällt fast auseinander.
Ja, ja, wir kommen hier gut hoch. Stress nicht. Das sind anscheinend riesige Klammern, die das Shuttle fixieren. Das da oben, ja. Das ist auch eine Steuerkonsole. Wenn ich die Klammern löse, sollte das Shuttle direkt in die Senke fallen. Cool, alles überwuchert ist hier. Oh, super. Sieht aber echt gut aus. Okay, rutschen geht auch. Ah, komm her, Junge. Hat der sofort geschrien? Was ist denn für ein Agro-Hansel? Dem nehmen wir seinen Elektropanzer weg. Au, au, au. Hab ich geheilt? Ja. Auf den Po. Sehr schön. Und jetzt ins Gesicht. Wieder an einem vorbeispringen und einem blitzen wollen. Kurz mal nutzen, dass der gestunt ist. Oh, da war schon kritischer Schlag, aber ich habe gerade starken Schlag gedrückt in der Sekunde. Dann Munition craften. Dann können wir jetzt mal die Schleuder benutzen einmal. Ich war gerade kurz unsicher, ob der AFK gegangen ist. So. Zwei Schuss, um den einzufrieren. Sie ist brüchig, ich kann ihr mehr Schaden zufügen. Okay, dann wechseln wir mal kurz auf den Bogen. Aua, Blitz, Blitz, Blitz. Nie nach hinten ausweichen bei den Dingern. Die Steuerkonsole könnte dort drin sein. Okay. Okay. Jetzt bin ich hier ungestört. Puh. Läuft doch ganz gut. 6 Heilung verbraucht in dem Kampf. So, nehmen wir das alles mit. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo der ganze Loot liegt. Ah, ich kann die überschüssigen Beeren in Heilung umwandeln, wenn ich nach oben gedrückt halte. Cool. Echt, zweiter Teil? Ja klar, siehst du doch. Oder sieht es aus wie der erste? Ich dachte, das wäre ein DLC. Nein, das ist ein vollständiges zweites Spiel auf der PlayStation 5. Es gab ein DLC für den ersten Teil. Wie hieß der Chat? Haben wir alles aufgehoben? Ich glaube. Frozen Wilds hieß das DLC beim ersten Teil, genau. Forbidden West ist aber ein komplett eigenes Spiel, neues. Was natürlich anknüpft an den ersten Teil, aber ja. Zeit, die Maschinen da unten zu zerlegen. Let's go. Hiss, hiss. Gar kein Überlebensinstinkt, die Dinger. Das Shuttle hängt in den Seilen. Ich muss auf den Turm klettern, um sie irgendwie zu lösen. Da kommt der Fahrstuhl. Hallo. Wie komme ich jetzt auf den Turm? Ein Scan mit meinem Fokus könnte helfen. Ich will da hoch. Auf der Rückseite. Hä? Das sieht richtig aus, aber ich muss erstmal in den Fahrstuhl reinkommen. Käme es aus? Ja. Erst ein Kreuz. Warte. Ah, da ist so ein... Oh mein Gott. Das habe ich schon voll komplett vergessen, dass es die Mechanik gibt.
Jetzt ergibt's mehr Sinn. Ich muss zum Shuttle klettern, um die Kabel zu lösen. Danke, Aloy. Na gut, dass hier eine Treppe ist. Für doofe Zombies. Nee, normal scannen wollte ich. Ja, geht's weiter? Okay, das Quietschen klingt nicht gut. Ich muss die Kabel schnell trennen. Tut mir leid, ich höre kein Quietschen über die laute Musik. Zack, zack. Hui. Das sollte die richtige Stelle sein. Da. Diese Verbindung hält die Kabel zusammen. Wenn ich drauf schieße, geht sie kaputt. Hey. Reicht das eins oder noch weniger. Eine? Okay, noch eins. Nur noch höher klettern und die nächsten Kabel lösen. Da klettert man einen alten, wackeligen Turm hoch und unten warten Killermaschinen. Vielleicht hatte Val recht. Aber es gibt kein Zurück mehr. Kriegen wir hin. Übrigens, so nebenbei, ich lese alle Subs nochmal am Ende vom Stream vor, aber vielen Dank an alle, die so nebenbei hier am Subben sind, ne? Aber wir wollen hier gerade nicht vom Spiel ablenken und so. Und trotzdem nochmal hier Bescheid sagen, damit alle Bescheid wissen. Weiter als Seema. Ich weiß nicht, wer Seema ist, aber ist doch egal, wie weit man ist. Vielleicht erkundet Seema besser als ich. Fast geschafft. Da ist die andere Verbindung. Ist hier noch Loot? Nö. Entkommen. Lob. Oh. Wollt ihr auch weg? Scheiße. Bitte was? Ich muss das Ding erledigen, um zum Rechenzentrum zu kommen. Okay. Okay. Dann gucken wir uns doch mal an, was ein Schlängelzahn kann. Was ist denn dieser Name? Allein, dass er schon irgendwie 7 verschiedene lila Drops hat, sagt ja schon aus, dass es Gott ist einfach. Stufe 28, Kampf schwer. Weißt du, bei den Leichtdingern bin ich vorhin schon 2-mal gestorben. Ja, da. Ah gut, den Kopf seht ihr ja eh. Okay, Körper. Harte Außenhülle, die synthetische Muskel und Betrieb, blablabla, ergibt Sinn. Schallhaube, abnehmbar. Muss ich da alle 20 Stück abschießen? Die aktiviert einen Angriff, wenn entfernt oder zerstört. Enthält wertvolle Rohstoffe, wird zerstört, wenn getötet. Mhm. Dann haben wir da den Erdmahlzahn. Mit Reißschaden entfernt werden. Dann haben wir Leuchtsprenger-Kanister. Abreißen, um diese Ressourcen zu sammeln oder sie mit einem Plasmapfeil treffen, um sie zur Explosion zu bringen. Löst beim Abschuss mit Plasmaschaden eine Elementexplosion aus. Ah ja, Plasmaschaden, okay. Metallbissbeutel. Ich weiß nicht mal, was ich zuerst visieren will. Ich glaube, ich will den Metallbissbeutel weghaben. Macht einen Angriff weg. Aber es bleibt bestehen, wenn getötet wird. Aber es macht einen Angriff weg. Dann haben wir die Zünder. Die sind da irgendwie da unten drin. Okay. Und dann haben wir noch die Löschwasserkanister. Löst ein Abschuss eine Löschwasser. Mit Löschwasser eine Elementexplosion aus. Was ist das? Ich sehe nicht mal wo. Ach, da unten in den Schlängelteilen. Okay. Okay, also die Schuppen kann ich angreifen und
Das hier. Steht doch da, was irgendwie eine Schwachstelle ist? Nee. Schwach gegen Frost auf jeden Fall. Schwachstelle. Achso, ich bin noch nicht... Oh mein Gott, Säurekanister, Rohstoffbehälter, Datennexus, Löschwasserbeutel, Schockkugel. Dieses Ding hat einfach 800 Sachen. Schockkugeln sind hier, Schweif. Ja. Wie komme ich an den Datennexus? Das im Rücken drin, ne? Ja, das rote Ting. Oh mein Gott, nee. Wo ist der Schwachpunkt? Welcher der 800 Schwachpunkte? Egal, die ist ja schon geschwächt. Fangen wir erstmal. Guck mal, da Pfeil nach oben. Das sieht aus wie Schwachstelle. Ich muss auf die Säure achten. Ach, danke, Aloy. Kann ich aber hier hinterbleiben? Ja. Wir nehmen mal unser Ding und machen dafür Munition. Holy shit! Das Ding hat meinen Stein kaputt gemacht. So, dann mit den Tank kaputt. Jetzt bist du unnütz! Kann ich einen Finisher machen? Ja. Alter, stand gerade kritischer Schlag. Aloy! Aloy, mach den kritischen Schlag! Sind das alles kritische Schläge? Ich hoffe mal. Die Kanister liegen jetzt frei. Ich sollte ich weiß nicht, ob es wirklich kritische Schläge gibt, aber wir müssen jetzt da auf die Kanister gehen. Oh mein Gott. Wie soll ich das treffen? Das Ding wackelt so sehr. Das ist Zeitlupe gerade schon, ne? Ich halte aber so in die grobe Richtung. So, wir machen mal kurz neue Munition und dann weiche ich instant aus. Holy shit. Oh. Okay, nach dem Angriff ist es kurz stehen geblieben. Wäre eine Chance gewesen für... Ja, 27 Schaden. Da haben wir einen Treffer drin. Au. Ja, da bin ich reingerollt. Ja, alles gut. Ach, die verbraucht mehrere Heilungen. Wenn sie sich halt jetzt gesehen... Weg. Okay. Bleib mal stehen, Holy Snake. Ja. Okay, das ist mir ein bisschen zu wild. Hier ist irgendwie Steine. Wahrscheinlich, um irgendeinen Angriff vorzubereiten. Fällt mir nicht. Ja, okay. Aber nicht gut. Aber wir haben sie. Oh, vielleicht haben wir sie doch nicht. Oh, sie ist von ihrem Stein hervorgekommen. Das ist ausgebrochen. Ich muss das Ding schnell erledigen. Eine Falle vielleicht. Oder Frostmunition. Eine Falle klingt gut. Vielleicht findet ich mein Fokus etwas, was eine. Ich hier brauchen kann. Oh mein Gott, das kann sich eingraben. Halt, Mr. Sneak. So, hier, Falle. Ja, komm, greif in die Richtung an. Oh mein Gott. Nein. Keine Kettenblitze, bitte. Hier ist in die Falle. Sehr schön. Nochmal craften. Oh. Sneak hat wehgetan. Aber sie ist fast tot. Einfach Pfeile rein. Komm, ich will das Teil am Ohr wegmachen. Wenigstens. Ich riskiere einfach mal. Okay, kein Ohrpiercing.
Ultra cool. Sie ist tot. Level 2. Endlich. Drüben, ich habe irgendein Headset abgeschossen, ja. Das Rechenzentrum sollte geradeaus sein. Ach, muss ich habe eine Waffe von der abgeschossen. Oh, gut zu wissen. Nächstes Mal. Okay. Und merke, Fallen craften kann man nicht im Kampf. Wird auch gemerkt. Ist die Gute jetzt eigentlich so übergewichtig, wie immer gemimt wurde? Hat einfach ein normal menschliches Gesicht. Die Leute, die rumgemimt haben, sind aber Vollidioten. Ist da noch irgendwas? Ja, da liegt noch eine Waffe von der. Kann neue Stöcke mitnehmen. Hab sehr viele Pfeile verschossen. Wie findest du das Spiel? Ja. Hast du gerade nicht gesehen, was ich hier gemacht habe? Würde ich jetzt sagen, das Spiel ist doof? Glaube nicht. So. Hätte ich Snake gelootet? Ich glaube. Oh, die ist cool. Ich will mehr davon bekämpfen. Auch gut zu wissen, dass man Waffen bei der abschießen kann, wie bei den größeren Dinos. Da ist dieses dumme Herz. Ist halt echt... Ja, auf dem Rücken oben drauf. Das ist schwer zu treffen. Wie cool die gemacht sind. Tausend kleinen mechanischen Teilen, die sich so drehen. Coole Snake. So, ich muss dahin. Spontane Fluchtmöglichkeit. Mikrofon in der Facecam sieht aus wie ein Fisch. Damit kann ich leben. Mit dem Backup kann ich Gaia neu starten. Das System reparieren, die Plage heilen. Gleich haben wir durchgespielt. Zum Leben erwecken. Aber ist es noch da? Okay. Ganz sicher. Ich muss zum Serverraum. Was mit deinem Kumpel? Willst du den nicht abholen? Nein? Wahl? Ich bin nah dran. Ich muss es sein. Da haben wir eine Tür und hier haben wir eine Konsole. Ja, gucken, hören wir uns erstmal das hier an. Oder lesen wir es durch? Was machen wir mit Delgard? Datei, Dat beschädigt. In Sachen Mr. Delgard. Er ist seit Jahren ein wertvolles Mitglied von Farsenis. Sogar Peter hat eingesehen, dass wir einen offiziellen Sprecher brauchen, damit wir anderen anonym bleiben können. Bei all den Mitgliedern, die wir zur Finanzierung des beschleunigten Zeitplans für das Odyssey-Projekt rekrutiert haben, gibt es einfach nicht mehr genug Kojen für alle auf dem Schiff. Es muss eine Auswahl getroffen werden. Und seien wir ehrlich, Oswald fehlt die Kompetenz für unsere zukünftigen Ziele. Wenn wir ihn ausschließen, wird er sich natürlich rächen wollen. Also müssen wir ihm einen würdigen Abschied bieten. Aber das heißt nicht, dass er uns nicht mehr nützen kann. Wir haben genug mit Quellenmaterial, um eine digitale Marionette zu erzeugen, mit der wir Dateien beschädigt. Okay. Wir haben den Typen einfach gefeuert, der für die das Marketing gemacht hat. Cool. Den Sprecher. Kein Platz auf dem Weltraumboot für ihn. Na gut, es ist eh geplatzt. Ich will jetzt nicht sagen, dass es hier auf dem Planeten besser lief, aber... öffnen. $500 EP. Stimmt, wir haben gelevelt. Müssen wir auch gleich mal gucken. Hier ist es ja. Gaia Version 6.9. Initialisiere. Hallo. Hi. Elizabeth? Travis Tate. Na, was haben wir denn hier? Eine Farsine-Verschwörung, um eine Kopie von Gaia und ihren Unterfunktionen zu stehlen? Böse, böse. Soll ich mich drum kümmern, Liz?
Schwurfler! Schlangenbrut! Mit mächtiger Hand werde ich euch Probleme bereiten! Okay, sorry. Ihr habt keine Kopie von Gaia gestohlen, ihr Verlierer. Sondern die Logikbombe überhaupt. Also, viel Glück beim Reparieren der Daten. Und denkt das nächste Mal an meinen Gruß, wenn ihr euch für intelligenter als einen Tate haltet. Okay, danke, Tate. Aloy? Die Göttin? Es gibt keine Göttin! Das sagte ich dir doch schon. Das ist nicht Gaia. Nicht das, wonach ich suche. Das ist eine Fälschung! Ich schaff das. Val, tut mir leid. Du bist ganz schön bissig, weißt du das? Aber es war schon faszinierend, dich vom Turm fliegen und die Senke hochjagen zu sehen. Die Sache ist, ich muss das noch öfter machen. Mir fehlen die Spuren, aber ich muss weitersuchen. Und zwar schnell. Und ich nehme alle Risiken in Kauf. Aber es macht keinen Sinn, in Begleitung zu reisen. Sie könnte verletzt werden. Das ist meine Verantwortung. Nur meine. Warte mal. Neulich, in Meridian sprachst du von einem Mann, der dir half. Silence. Du hast gesagt, ihr habt über vieles gesprochen, über Dinge aus der alten Welt. Dinge, die niemand versteht. Und er gab dir die Lanze, mit der du Hades besiegt hast. Er ist tot, Val. Ich habe seit dem Kampf gegen Hades nichts von ihm gehört. Schon, aber Meisterspion Marat in Meridian. Er ist doch gut darin, Leute zu finden. Val, ich... Komm schon, könnte klappen. Außerdem siehst du dann ein paar freundliche Gesichter. Okay, okay. Ja, ein Versuch ist es wohl wert. Wir haben einen langen Weg vor uns. Eigentlich... habe ich eine bessere Idee. Hatte Hüß. Neues Zwischenspiel. Die Spitze des Speers. Meep Dragonheart. Der vorherige Teil hatte auch schon Mounts. Du brauchst nicht irgendwelche random Flames raushauen, wenn du eh nicht den ersten Teil kennst. Bei der Sonne, es stimmt. Sie ist zurück. Ein Segen. Die Retterin von Meridian ist wieder da. Das hast du dir verdient. Du hast sie gerettet. Noch nicht. Im Namen des Sonnenkönigs Avad, der Streiterin ein königliches Willkommen. Mach Platz. Marat, Aloy hat etwas Wichtiges zu besprechen. Ach ja? Dann sind wir schon zwei. Ich habe vor Wochen Jäger ausgeschickt. Nach Sonnenfall und bis ins Heilige Land, um dich zu finden. Am Turm ist etwas passiert. Kommt. Ich zeige es euch. Seid vorsichtig. Du hast uns gerettet, ja, aber
Wir räumen immer noch auf. Es geschah direkt nach der Sonnenwende. Wir konnten es herunterspielen, der Sonne sei Dank. Vielleicht hätte es sonst eine Panik gegeben. Eines Nachts, für eine halbe Minute, glühte er flammend rot. Von Meridian aus wirkte es wie eine Täuschung. Aber aus der Nähe. Auf der Flamme sah man, dass es keine Reflexion war. Zu meinem Missfallen wurde erzählt, das Licht sei vom Turm gekommen. Von dort. Wir haben hier nichts angefasst. Was ist passiert? Ich weiß nicht. Der Turm soll Signale aussenden. Nachrichten für das Terraforming-System. Aber Hades wollte damit alte Kriegsmaschinen wecken. Ich hatte die Verbindung doch getrennt. Wartet, ich sehe mir das an. Gib uns Bescheid. Als ob wir einfach wieder jetzt in Horizon 1 rumlaufen. Kann man das alles erkunden? Also wenn das. Wahrscheinlich ist es hier so eine kleine Extra-Map, die man nochmal besuchen kann. Wirkt zumindest so. Jetzt könnte man dann hier überall noch rumlaufen. Das ist ja richtig cool. Okay. Aber eigentlich wollen wir ja in den Westen. In den Forbidden Westen. Ja, hier hat man den Endboss vom ersten Teil bekämpft. Ist das eine Statue von mir? Das ist neu. Begutachten. Ich sollte wohl geschmeichelt sein von der Statue. Aber es fühlt sich falsch an, wenn meine Aufgabe gar nicht fertig ist. Was haben wir sonst so? Maschinenkadaver. Überreste von der Schlacht der Flamme. Wir wurden fast überrannt von den Maschinen, die Hades kontrolliert. Aber wir setzten uns durch. Cool. Sieht wie ein Denkmal aus. Den Gefallenen in der Schlacht der Flamme zu ehren. Viele mutige Menschen haben diesen Ort gegen Hades verteidigt. So, haben wir noch was zum Gutachten? Nee. Ja, cool. Ich würde mich fast schon lieber gerade umgucken. Warte mal. Wir sind doch gerade an einem schönen Aussichtspunkt. Hier kann ich doch bestimmt mal runtergucken. Mal so ein kleines Blickchen von der Klippe werfen. Der Kampf hat hier wirklich alles verwüstet. Diesen Spaß habe ich seit Jahren. Ja gut, man sieht halt nur Wald. Ah, schon cool. Okay. Dann gehen wir mal dahin. Springen konnte ich nicht, da war eine unsichtbare Wand. Das ist dieser komische Turm, ja. Ja, gucken wir mal an. Haben wir da unsere Waffe drin stecken lassen? Scheinbar. Ich weiß nicht. Das sieht aus wie vorher. Die krieg ich niemals da raus. Etwas wurde von der Spitze des Turms übertragen. Ich muss wohl irgendwie da hoch. Okay. Wenn sonst nichts ist. Vielleicht kann ich zu dem Vorsprung hinter mir springen. Tippe Kreis an, ohne einen der Sticks zu bewegen, rückwärts zu springen. Aha. Okay. Wollte ich natürlich. Ah, sieht nicht so gut aus. Wirkt so, als würden wir gerade das aktivieren, was wir am Ende vom zweiten Teil... am ersten Ende vom ersten Teil ausmachen wollten.
Muss ich jetzt hier wieder rückwärts springen? Ah ja. Um zur Seite zu springen und... Ah ja, auch mit Kreis. Okay. Advanced Klettering. Halte R2 Dreieck Zugwerfer. Mein Zugwerfer erreicht das von hier nicht. Ich muss näher rein. Ja. Na also. Cool. Zieh mir meinen Jump'n'Run zurecht. Wie komme ich jetzt zum Turm rüber? Geschafft. Jetzt sollte ich da hochkommen. Ich dachte, mit der Lanze wollte Silence mir helfen. Er hat mich wohl ausgetrickst. Sie hat etwas über den Turm übertragen. Hat er alles gerettet? Warum sollte er? Wenn ich rausfinde, wohin es geschickt hat, werde ich ihn finden. Ich Gott sei Dank gibt es keine Ausdauer. Oben sagt's mir. Sieht nicht so aus, als könnte ich hier hochklettern. Greife mit L und tippe X an, um zwischen entfernten Klettergriffen zu springen. Ich sehe keine Stelle. Die andere Seite vielleicht richtiger? Oh, da ist ein Spalt in der Platte. Ob ich von innen da hochkomme? Ein Aufzug? Mal sehen. Zugangslift aktiviert. Mein Glückstag. Wartungskonfiguration wird eingeschaltet. Das ganze Ding öffnet sich. Wie die Kaja sich das wohl erklären? Ja, hier geht bestimmt nichts schief. Sollte ich wirklich da irgendwas aktivieren? Ich weiß es nicht. Da ist der Knoten. Einfach mal anmachen. Meine List also endlich aufgedeckt. Ehrlich gesagt, ich bin überrascht, dass es so lange gedauert hat. Du hast mit der Lanze Hades gestohlen? Wie kannst du so leichtsinnig sein? Leichtsinnig? Du wolltest Hades doch löschen, ohne vorher sein kostbares Wissen zu extrahieren. Das geheimnisvolle Signal, das ihn weckte zum Beispiel. Oder wo man eins dieser Gaia-Backups bekommt, nach denen du so lange gesucht hast. Wenn du es wusstest, wieso hast du es mir nicht gesagt? Ich hatte in den letzten Monaten eigene Probleme, Aloy. Der Unterschied ist, ich bin vorangekommen. Also wenn deine Wut über meine absolut notwendige Täuschung verraucht ist, komm doch zu mir in den verbotenen Westen und sieh dir an, was ich entdeckt habe. Oh ja, ich werde kommen. Ja, tja. Mit den Koordinaten bin ich leicht zu finden. Das schaffst sogar du. Sogar du. Okay, danke. Wie krass der Regen auf der Haut aussieht. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber der ist richtig krass. Warte mal, ich kann ja mal gucken, dass ich hier ranzoome für euch. Warte, wir ziehen das ganz groß. Noch größer. Da seht ihr, wie ich es einfach so groß machen kann und die Qualität nicht runtergeht. Die Zukunft einfach. Regen ist richtig krass auf der Haut. Fotomodus? Ich weiß nicht, ob ich in der Cutscene einen Fotomodus aktivieren darf. Ja, aber ich darf nicht bewegen. Ja. Nee, darf nichts bewegen. Kann nur die Cutscene so fotografieren. Ach, krass. Fotomodus schließen? Ja. Fortfahren.
Hier sieht man es besser. Hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Nochmal, ja. Ja. Was zur Hölle? Aber die einzelnen Regentropfen. Okay, weiter. Ich sollte Vale und Marat sagen, was ich gefunden habe. Aber wie? Aloy schafft es immer, Unglaubliches zu vollbringen. Hallo. Du bist reingegangen, veränderte sich. Fast wie am Tag des Kampfes. Ich bin nur dankbar, dass es heute so stürmisch ist. Nur wenige werden die Veränderung gesehen haben. Was hast du entdeckt? Hades. Die Gefahr ist nicht gebannt. Sie ist im verbotenen Westen. Und ich muss ihr folgen. Ah ja, das könnte schwierig werden. Der Westen heißt nicht umsonst verboten. Ein stammwilder Krieger kontrolliert den Großteil, die Tenakt. Und sie lassen niemanden über die Grenze. Gleichwohl konnte Sonnenkönig Avad einen fragilen Frieden aushandeln. Tatsächlich soll sich eine Gesandtschaft zur Grenze aufmachen. In 1-2 Tagen. Wenn du unter ihrem Schutz an dem Treffen teilnimmst, lassen dich die Tenakt vielleicht passieren. Statt dich zu jagen und sofort anzugreifen. Ja, das fehlte noch. Mehr Mörder. Ah, der Sonnenkönig. Wollte der Sonnenkönig nicht Aloy daten? Aloy, schön dich zu sehen. Du warst so schnell weg. Wir hatten nie Gelegenheit, uns zu bedanken. Zeigen wir der Streiterin jetzt den Speer, bitte? Itamen, sei still. Es stimmt, wir haben Geschenke. Die Etikette verlangt normalerweise eine Zeremonie im Palast. Aber ich dachte, dir ist es etwas zwangloser lieber. Bringt sie her, bitte. Aber das ist alles wirklich sehr nett. Uthid, Vanasha. Schnell, geben wir sie ihr, bevor sie wieder verschwindet. Wirklich? Muss das sein? Yo, die Collectors Edition. Setz es auf. Es ist wunderschön. Im Namen aller Einwohner des Sonnenreichs sollen diese Gaben unsere ewige Dankbarkeit zeigen. Ein kleines Krönchen. Tschüss, Sonnenkönig. Vielleicht möchtest du noch mehr Zeit mit deinen Freunden verbringen. Komm zu mir, wenn du abreisebereit bist. Danke, Stickler, für die 20 Subs. Dafür, das erwähne ich mal. Aber andere Subs und so lesen wir alles am Ende vor. Um mehr über die Charaktere aus der Vergangenheit zu erfahren, wähle im Bereich Charakterbiografien in deinem Notizbuch aus. Ich muss die Masterüberbrückung an meinem neuen Speer befestigen. Hier muss doch irgendwo eine Werkbank sein. Du kannst die Sichtbarkeit von Aloys Kopfschmuck im Bereich Allgemein im Hauptmenü ein- oder ausschalten. Okay. Das ist jetzt nicht hässlich. Darf ruhig bleiben. Ach schön, dass man ihn direkt ausmachen darf, wenn man möchte. Ich lass mal die Cam noch weg, während wir hier mit allen reden. Ich freue mich, dass du gesund bist. Königswitwe Nasadi. Gesegnete Streiterin. Itamen, wie sagt man? Mein bescheidener Dank, Streiterin, für die Rettung meiner Mutter und mir aus Sonnenfall und für die Verteidigung der heiligen Stadt gegen die Truppen des Schattens. War das richtig? Das war sehr gut, Itamen. Und gern geschehen. Streiterin, bringst du mir bei, wie ein echter Maschinenjäger zu schießen? Itamen. Ich habe eine wichtige Mission, Prinz. Um die Welt zu retten? So in etwa. Aber wenn ich zurück bin, gebe ich gerne Tipps. Wäre mir eine Ehre.
Wir schulden dir unser Leben. Und das vergessen wir nie. Möge die Sonne dich führen. Achte auf Donnerkiefer, Streiterin! Mach ich. Mach ich, mach ich. Hallo, Sonnenkönig. Der Bildhauer wollte etwas viel Größeres. Doppelt so groß. Mit Gold und Juwelen. Aber ich dachte mir, dass dir das nicht gefallen würde. Du hattest recht. Ist nicht anstrengend, so rumzulaufen mit den Händen so oben die ganze Zeit? Es tut mir leid, Avad. Schön, dich zu sehen, aber ich kann nicht bleiben. Verstehe. Ich hatte gehofft, du bleibst eine Weile in der Stadt. Vielleicht im Palast? Meridian ist noch in Gefahr. Aber das ist nicht alles. Deshalb muss ich dringend nach Westen. Ins Tenakt-Gebiet. Bei der Sonne, die Tenakt? Tja, vielleicht hat Marat es dir schon gesagt. Aber nach Jahren der Feindschaft gibt es jetzt einen Waffenstillstand. Vielleicht sogar endlich Frieden. Eine weitere Gesandtschaft wird bald dorthin aufbrechen. Ja, Dialogoptionen. Itamen. Itamen wirkt glücklich. Du hast ihn noch Sonnenvoll geholt. Mit seinem Schwert. Wenn er glücklich ist, verdankt er das dir. Er wächst zu einem guten Mann heran. Der er auch sein muss, wenn er die Krone erben soll. Wäre nicht dein Sohn der nächste Thronfolger? Hm. Ja, tja. Dazu müsste ich erst einmal heiraten. Ja, reibst mir unter die Nase, dass ihr dich nicht daten wollt. Schon dauernd mich zu verkuppeln. Aber ich suche wohl etwas, das diese Damen einfach nicht sind. Auf jeden Fall habe ich den Thron nie begehrt und will nicht ewig darauf sitzen. Wenn Itamen alt genug ist, möchte ich abdanken. Befreit von der Krone, kann ich vielleicht endlich die Welt bereisen. Wer weiß, vielleicht begleite ich dich sogar auf einem deiner Abenteuer. Bei dir klingt das so einfach. Erstmal über die Jahre der Feindschaft. Wenn du sagst Jahre der Feindschaft, meinst du die roten Raubzüge? Ah ja, mein Lieblingsthema. Es tut mir leid, aber ich muss das wissen. Wie du weißt, überfiel mein Vater alle Nachbarstämme. Die Osseram, Banuk und Nora litten sehr und kämpften so gut sie konnten. Aber niemand kämpfte wie die Tenakt. Sie griffen unsere westliche Front an, in Fahrlicht, und jagten uns aus ihrem Land. Sie nach all dem zu Gesprächen zu bewegen, war schwierig. Noch eine Option, okay. Wie hast du es geschafft, dass die Tenakt jetzt wieder mit euch reden? So wie ich es bei dir geschafft habe. Mit Geschenken. Die Tenakt mögen Kopfschmuck? Eher Metall, Gewürze und Relikte, die unsere Kriegsbeute waren. Wir trafen uns öfter mit ihnen. Und die Geschenke lockerten die Spannung. Aber die jetzige Gesandtschaft ist die wichtigste. Es gibt ein deutliches Zeichen der Tenakt, dass sie langfristig Frieden wollen. Was macht die Gesandtschaft so besonders? Wie heute macht sie eines besonders. Nämlich der Gast. Unsere Delegation trifft sich mit den Tenakt vor Fahrlichtstoren. Wir geben ihnen Schätze und sie uns einen Gefangenen. Verscharf. Einen unserer besten Soldaten. Soldat? Nicht eher Räuber? Nein, nicht in diesem Fall. Verscharf ist mein Cousin. Er ist von anderem Schlag als Helis. Er schloss sich der Westexpedition an, weil er hoffte, gewisse Exzesse zu verhindern. Doch er wurde bei der Schlacht um unsere Basis in Zinnobasande gefangen genommen. Und ist bis heute nicht zurück. Dein Cousin, Verscharf. Wie lange ist er schon Gefangener der Tenakt? 5 Jahre. Tenakt-Gesandte schwören, dass es ihm gut geht, aber ich weiß nicht. Der Stamm ist berüchtigt für seine Brutalität. Wie hat er überlebt? Tja, das werde ich bald wissen.
Wenn du ihn vor mir triffst, sag ihm, dass ich ihn in Meridian erwarte, wo er hingehört. Wenn ich ihn sehe, mach ich's. Okay. Ich muss jetzt los. Einen Moment, Aloy. Ich muss dich was fragen. Willst du mich heiraten? Meine Kinder haben? Ich konnte an fast nichts anderes denken. Das ist nicht der richtige Meine siebte Zeitpunkt. Frau werden? Aber es muss sein. Als du plötzlich weg warst, wusste ich nicht, ob ich dich je wiedersehe. Ich will dich nicht aufhalten. Oder einengen. Aber ich muss wissen, wenn deine Mission erfüllt ist, kommst du dann zurück nach Meridian und bleibst. Lang genug, dass wir Zeit haben, uns richtig kennenzulernen. Junge, der ist so thirsty auf uns. Was ist denn los? Ich sag's einfach als Witz, aber der sagt es halt wirklich. Entscheidungspunkte bieten Möglichkeiten, eine emotionale Wahl zu treffen, wie Aloy ihre Persönlichkeit ausdrückt. Liegt an dir. Wähle Faust und Aloy stellt sich der Herausforderung direkt. Wähle Kopf und Aloy nutzt ihre Einsicht, um eine clevere, weniger offensichtliche Herangehensweise zu nutzen. Wähle Herz und Aloy bekundet ihr Mitgefühl und verleiht ihren tiefsten Überzeugungen Ausdruck. Soll das ein Witz sein? Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Das ist ein schöner... Ich sag, nicht der richtige Zeitpunkt. Vielleicht treffe ich halt im Westen den Mondkönig und der ist dann cooler. Wer weiß. Aber die Situation erfordert eine umfassendere Betrachtung. Die kommende Bedrohung gefährdet nicht nur Meridian, sondern auch viele andere Orte. Viele unschuldige Menschen. Was zwischen uns passiert, ist nicht wichtig. Zumindest noch nicht. Korb. Du hast recht. Ich benehme mich wie ein Narr. Es sollte der König sein, der die Dinge umfassend betrachtet. Bitte nimm meine Entschuldigung an. Ich wünsche dir viel Erfolg. Leb wohl, Aloy. Unsere Hoffnungen begleiten dich. Jetzt geht er gleich weinen irgendwo. Der Arme. Aber Aloy hat es, glaube ich, gar nicht im Kopf, also passt schon unsere Antwort. Aber unhöflich werden müssen wir auch nicht. Oh, guck mal, da drüben ist noch was zum Untersuchen. Ein Teil des Todbringers, den ich besiegt habe. Kann ich den looten? Diese Maschine war die letzte Verteidigungslinie für Hades. Sie hat die Kugel hergeschafft und mich beinahe getötet, aber jetzt ist sie nur noch Schrott. Das war so ein laufender Panzer. Ich soll mir einen Speer modifizieren, ne? Ja. Sprich mit deinen Freunden. Ja, hallo? Wer will denn noch mit mir reden? Du? Ah. Ich warte hier, bis du mich brauchst. Okay. Dann nicht. Ich sehe tatsächlich niemanden, der mit mir reden möchte. Aber das Optionale ist noch nicht abgehakt. Retterin, alles ist noch so, wie du es hinterlassen hast. Wir sorgten dafür. Okay, danke, danke. Da oben! Da, eine Werkbank. Ist aber eine komische Werkbank. Uthid, Vanasha, danke, dass ihr hier seid. Ist doch klar. Obwohl du uns nach dem großen Kampf so im Stich gelassen hast. Vanasha, nicht. Sie ist jetzt hier, oder? Ja, im Moment. Aber ich kenne doch diesen Blick. Sie hat etwas zu erledigen. Und zwar nicht in Meridian. Du weißt, dass ich nicht gegangen bin, weil ich wollte. Ich hatte... Kleine Jägerin, bitte. Du musst dich vor uns nicht rechtfertigen. Du hast uns gerettet. Wenn du gehen musst, geh. Mit unserem Segen. Immer. Wie geht's euch so? Ihr seht beide richtig gut aus. Mr. Superschick hier ist jetzt leitender militärischer Berater des Sonnenkönigs. Das heißt, dass Leute ihm tatsächlich zuhören müssen. Die Sonne sei den armen Seelen gnädig. Wenigstens sage ich ab und zu mal was, das Substanz hat. Wie bitte? Ich bin beim Zuhören kurz eingeschlafen. Und was ist mit dir, Vanasha? Ich kümmere mich um Nasadi und Itaman. Zwei Drittel Wächterin, ein Drittel... Schlechter Einfluss.
Ich wollte Kindermädchen sagen, aber deine Version ist besser. Wie ist das Spiel bis jetzt so? Sehr geil. Auch wenn wir jetzt gerade hier so ein bisschen bei Dialog sind, aber danach kommen wir ja bestimmt in die offene Welt bald in den nächsten 3 Stunden. Du als Kindermädchen, seltsam. Itamen hat es gut. Moment mal, ich bin nicht völlig zahm geworden. Nasadi war die Frau des verrückten Sonnenkönigs. Sie hat Feinde. Ich musste einige Anschläge verhindern. Klar, gib's bloß nicht zu. Aber innen drin bist du weich wie ein Seidenkissen. Oh, du hast keine Ahnung. Hä? Oh je. Wir waren gerade bei Itamen? Ja, okay, ich geb's zu. Itamen ist süß, lustig. Und er bewundert mich. Ich mag ihn. Außer wenn er vergisst, sich die Hände zu waschen, nachdem er im Garten hinter dem Solarium Würmer gesucht hat. Bleh. Ich war seit Monaten nicht im Sonnenfall. Was wurde aus den Schatten, Kaja? Als du die Eklipse ausgelöscht hattest, gab es kaum noch Priester und Offiziere, die die Leute terrorisieren konnten. Avad bot allen Straffreiheit an, die nur unter Zwang gehandelt hatten. Also räumten die Leute die Zitadelle und gaben sie ihm zurück. Das Sonnenreich wurde vereint. Avad wollte, dass Uthid die Garnison dort kommandiert. Aber Hauptmann Knuddels wollte nicht. Gerüchten zufolge wollte er bei mir bleiben, hier in Meridian. Völliger Quatsch, natürlich. Okay. Versteh schon, tschüss. Also, Ich weiß. Du musst los. Geh. Fort mit dir. Immer eine Ehre, Streiterin. Immer eine Freude. Und bitte, kleine Jägerin, komm bald zurück und erzähl uns von deinen Abenteuern. Ich bin ruhig geworden, aber ich will von deinen Taten hören. Okay. Werkbank. Was können wir denn Schönes basteln? Speer-Upgrade. Benötigt Streiterin-Speer habe ich. Installiere die Master-Überbrückung und ein neues Modul, um den Aufbau und die Freisetzung von kinetischer Energie im Kampf zu ermöglichen. Für den Einsatz ist die Fertigkeit Resonatorstoß erforderlich. Naja. Das ist der goldene Stab mit so ein bisschen Zeug drauf. Hergestellt. Questobjekt. Ja. Okay. Master-Überbrückung installiert. Und was Neues. Um Energie zu speichern und freizusetzen, ein... Wie kann ich ranzoomen? Jetzt ist so ein Autofokus drin. Ah, ist schon cool. Schon ein cooles Stäbchen. Resonator. Hilft sicher im Kampf. Du weißt ja, ich wiederhole mich ungern. Gut, ich kann da nicht nochmal was craften. Kehre zu Mara zurück. Jip, jip. Geht's über PC oder PlayStation? Das Spiel gibt's nur auf der PlayStation 5. Und PlayStation 4. Auch, ja. Auf beiden. Aber nicht PC. Können wir los? Oder willst du dich noch länger mit deinen Freunden unterhalten? Ich will noch mehr bleiben. Nur noch ein bisschen. Aloy, bist du fertig mit deinen Freunden? Oder brauchst du mehr Zeit? Noch ein bisschen. Ich brauche noch etwas Zeit. Bist du bereit zum Aufbruch? Oder brauchst du noch ein bisschen Zeit? Ich will noch ein bisschen länger bleiben. Ich glaube, ich brauche noch ein paar Minuten. Ich bin ultra impressed, dass bisher jedes Mal der Dialog leicht anders ist. Bist du bereit zum Aufbruch? Okay, jetzt wiederholt sich's. Oder brauchst du noch ein bisschen Zeit? Oh, ich kann noch skillen, Moment. Nur noch ein bisschen. So, Fertigkeiten. Du hast den ersten Fertigkeitspunkt verdient. Fertigkeitspunkte erhältst du durch das Aufstufen und durch das Abschließen von Quests und Aktivitäten. Wähle einen Fertigkeitsbaum aus und tippe X, um ihn zu öffnen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschiedene Skillbäume. Oh mein Gott. Ich werde nie alle fertig haben. Da brauche ich Level 300.
Kriegerin. Schalte neue Nahkampfkombos frei und erhöhe Nahkampfschaden und Effektivität. Enthält Waffentechniken für Kriegerbögen, die im Nahkampf ideal sind. Erhöht die Effektivität von Nahrung und Fallen sowie die Anzahl der Fallen, die platziert werden können. Enthält Waffentechniken für Stolperfallen und Seilwerfer. Erhöht die Fernkampfeffektivität und verbessert die Waffenausdauer und Konzentration. Enthält Waffentechniken für Jägerbögen und Bolzschießer, die für den Kampf auf mittlere Distanz ideal sind. Erhöhe die Effektivität von Heilungen und Tränken und erhalte Vorteile, wenn deine Gesundheit niedrig ist. Enthält Waffentechniken für Sprengschleudern und Häckslerhandschuhe. Eindringling. Verringere deine Sichtbarkeit und Bewegungsgeräusche und erhöhe den Schaden, den du aus der Tarnung verursachst. Enthält Waffentechniken für Scharfschussbogen, die für den Fernkampf ideal sind. Maschinenmeisterin. Erhöhe die Effektivität beim Überbrücken von Maschinen sowie den Schaden, den überbrückte Maschinen verursachen und ihre Haltbarkeit. Enthält Waffentechniken für Stehenstachelwerfer, die sehr wirksam gegen große Maschinen sind. Ja, ich werde Eindringling auf jeden Fall skillen, aber ich gucke erstmal in den Baum hier rein. Achso, das ist der nächste Baum. Okay, die Bäume sind so nebeneinander. Aber Gottes Willen. Das ist viel zu skillen. Was ist hier? Stiller Schlag verursacht mehr Schaden. Da kann man auch zweimal leveln, manche Sachen und sowas. Okay. Tarnpirsche. Aktiviere auf die Pirscher-Technologie basierende Tarnvorrichtung, um deine Sichtbarkeit für Gegner zu verringern. Unsichtbarkeit. Oh mein Gott, hier ist so viel cooles Zeug bestimmt. Ich will hier drauf skillen, weil... Also ich will nur gucken, ob es hier einen Sammelskill gibt. Sammle mehr Rohstoffe von Pflanzen. Ach, verdammt. Mehr Sammeln ist halt so immer das Beste bei so einem Open-World-Spiel am Anfang zu holen. Meine Bären wirken mehr und schnellere Heilung. Guck mal, aber bessere Heilung kann ich hier reinholen. Und dann schalte ich das da unten drunter. Achso, ich muss von allen drei Seiten das geskillt haben, damit ich das in der Mitte skillen kann. Trinke einen speziellen Trank, um Gesundheit wiederherzustellen und Widerstand gegen Statuseffekte zu erhalten. Naja, so einen Supertrank schaltet man da frei. Abprallbombe. Und dann schaltet man verschiedene Munitionsarten bei. Ab. Dreifachhäcksler. Okay. Oh mein Gottes Willen. Da weiß doch niemand, was er zuerst skillen soll. Aber schön, dass es hier so eine Übersicht gibt. Was ist hier so? Erhöhe die Konzentrationslimit und verlängere die Verwendung. Plus 50%, okay. Danach gehen wir aber in den Pflanzenbaum. Fernkampfmeister. Stärkere deine Entschlossenheit und versuche begrenzte Zeit etwas mehr Schaden mit Fernkampfwaffen. Einfach so eine Fernkampf-Ult. Wie der Gegner einfach AFK gestellt ist. Dass sie draufballern kann. Cool. Was habe ich weggedrückt? Oh, ich habe es nicht gelesen da unten links. Aber wir haben Skill verteilt. Genau, jetzt haben wir hier Waffen, Werkzeuge, Rohstoffe, Spezialausrüstung. Okay. Eieiei. Ja, dann gehen wir mal zu dem Treffen. Können wir los? Oder willst du dich noch länger mit deinen Freunden unterhalten? Ja, wir können los. Obwohl, ich könnte noch ein bisschen bleiben. Ich brauche noch etwas Zeit. Okay, jetzt gehen wir. Ja, ich bin ready. Zeit zu gehen. Ich sollte mal los. Wenn ich nach Westen will, brauche ich wohl ein Wegerecht von den Tenakt, wie du sagtest. Wo genau wird diese Gesandtschaft stattfinden? Hinter dem Schrecken. Die Schlucht, die westliche Grenze des Sonnenreichs markiert. Die Festung Fahllicht liegt an ihrer äußersten Ecke. Die Gesandtschaft trifft sich direkt vor ihren Toren. Es ist ein langer Marsch. 2 Wochen zu Fuß. Mit Tempo sind wir in ein paar Tagen da. Vielleicht sollten wir lieber hier übernachten und morgen früh weiter. Natürlich. Ich regle das. Okay, erstmal beim Schnitzen einpennen. Oh, der Kleine hat heute viel mitgemacht. Der ist müde. Ach, die schleicht sich jetzt einfach solo davon.
Oder was ist los mit der? Ja, wir können auch in der Stadt bleiben. Uiuh, rennt weg. Yo, Wüste. Ach Gott, diese kleinen Spinnen, oh Gottes Willen, ich hasse die. Ich krieg aber nur PTSD bei dem Intro. Die Arena, ja. Ich muss schon sagen, das Pokémon Arceus Intro war irgendwie besser, wo ich 2 Stunden lang Textboxen ohne Vertonung weggedrückt habe. Mir erklärt wurde, wie ich einen Ball werfe. Szenerie-Dinger sind hier echt schön. Title Drop! Ja, Horizon 2 Forbidden West! Stahl und Funke. Ha! Hab noch nie jemand gesehen, der auf einem der Dinger reitet. Ha. Komm ich so nach Fahrlicht? Ja, das heißt eigentlich. Nur nicht heute. Noch nicht. Und wieso nicht? Naja, der Schrecken. Das ganze Tal ist verseucht von Maschinen. Maschinen sind kein Problem. Tja, das glaube ich dir, aber ich habe strikten Befehl, erst zu fahren, wenn der Pfiff von Kettenkratz das okay gibt. Hör zu. Ich bin nicht so weit gereist, um hier zu warten. Entweder setzt du die Bahn in Gang oder ich mach's. Tja, aber wer würde sie wieder raufziehen? Na gut, na gut. Aber wenn jemand fragen sollte, sagst du besser, du hast mich gezwungen. Okay, aber er ist cool. Den Schrecken erreicht. Im Schrecken angekommen und auf der Suche nach einer Durchgangserlaubnis in den verbotenen Westen. Hallo. Nicht viel Aktivität. Cool aus. Der Rauch kommt bestimmt von etwas, das die Maschinen zerlegt haben. Und oh, Fertigkeitspunkt ausgeben? Ja. Hier. Bessere Heilung. Was ist das hier?
Stell Gesundheit automatisch schneller wieder her oder halte mehr Schaden aus, wenn deine Gesundheit unter 25% ist. Naja, bin ich eh One-Hit. Mehr Medizinkapazität? Auch nett. Ich will eigentlich nur schnell da runter, aber das ist, was heißt schnell, ne? Muss bis dahin. Oder kann ich das einfach nehmen? Verbundene Fähigkeiten erlernen, ja. Das haben sie böse gemacht, dass das Pflanzensammeln ganz unten ist. Dass man das nicht sofort holen will. Ja, muss ich aber mehr Pflanzen aufheben. Aber das ist ja trotzdem schon mal besser, wirksamere Medizin. Ja. Was die Ruhe angeht, tja. Wegen all der Aufregung gab es einen Arbeitsstopp. Welche Maschinenarten machen die Probleme? Bösartige. Und zwar jede Menge. Man nennt sie Dornrücken. Seltsam ist, dass sie nicht aus dem Schrecken stammen. Sie tauchten plötzlich einfach auf. Keine Jäger, die sie töten? Oh, wir haben Jäger. Nur niemand, der Ulwund verärgern will. Er ist der selbsternannte Boss von Kettenkerz. Der Arbeitsstopp war seine Idee. Naja, also ich bin nur auf der Durchreise. Ich muss zu einer Gesandtschaft. Sag das doch gleich. So bald wird die nicht stattfinden. Was willst du damit sagen? Uns. Du wirst meinen Rückweg auf dem Berg nicht. Hörst du das? Das ist deine Antwort. Mal nicht. Wer ist das? Ein Kaja Sonnenpriester. Hab ihn gestern runtergebracht, etwa eine Stunde bevor die Maschinen kamen. Er ist ein sehr wichtiger Mann, sagt er jedenfalls. Die Gesandtschaft in Fahrlicht? Er ist der, der sie leiten soll. Ha! Klasse. Wenn du nicht sofort tust, was ich sage, erfährt der Sonnenkönig selbst von deiner Anmaßung. Dank dir musste ich die Nacht frierend im Zelt verbringen. Völlig ungeschützt. Ich bin fast gestorben. Mich willst du nicht fahren, aber das... Das... Was? Das Nora-Mädchen? Die Wilde? Zur Seite, tauge nichts. Wadis, das ist Aloy. Gelehrter Wadis. Aloy, die Retterin von Meridian. Wirklich? Nun, das lindert die Kränkung, schätze ich. Ich komme wegen der Gesandtschaft in Fahrlicht. Wie ich höre, du auch. Tja, nicht solange das Tal infiziert ist. Und so erklärte Araman, die Sonnenpriester zu kostbaren und würdigen Hütern. Siehst du, die Schrift. Ich ziehe weiter nach Fahrlicht, wenn der Hauptmann der Garde mir sagt, dass der Weg frei ist. Nicht einen Moment früher. Gut. Der Hauptmann ist ein Freund von mir. Wo ist der Rent? Ich würde gern mit jemand reden, der Taten vorzieht, nicht Schriften. Wadis, gelehrter Wadis. Gelehrter Wadis sandte Erend und noch eine Garde am Morgen los, den Weg zu bahnen. Und so geschah es. Hey! Sch! Weiter das Tal runter? Ja, sie wollten in den Ruinen links nach Spuren suchen. Dort gingen sie hin. Okay. Ich hörte, es herrscht Arbeitsstopp. Wo kann ich Sachen herstellen? Der Schmied in Kettenkratz lässt dich bestimmt seine Werkbank nutzen. Für die Dornrücken solltest du dir Säurepfeile herstellen. Triff ihre Kanister damit und schalte sie schneller aus. Danke. Ich suche Erend und bring ihn zurück. Hey! Wo willst du denn hin? Na, zum Gipfel, um in Sicherheit zu warten. Tut mir leid. Der Fahrer hat strenge Befehle. Keine Passagiere bis zum Pfiff, stimmt's? Ganz genau. Fang mal an zu kurbeln. Wieso? Wieso? Joruf, geleitest du bitte den Gelehrten nach Kettenkratz und wartest da auf mich? Schon dabei. Ich finde Erend und mach den Weg frei. Aber danach keine Ausreden mehr. Fahrlicht. Gesandtschaft. Wenn dies der Wille der Sonne ist? Das wird es. Vertrau mir. Ich muss Erend finden. Aber ich sollte vorher meinen Bogen in Kettenkratz verbessern. Weggedisst und angeschrien und gekscht.
Wie so ein Hund. Pfui. Was kann ich da scannen? Eine Schrift. Schriftrolle. Ach so, muss da drauf gucken und dann die Taste drücken. Okay. Anordnung von Kommandant Nozar, werden alle Einwohner des Schreckens hiermit über Folgendes informiert. Die Tore zwischen Fahrlicht und dem Nilands werden aufgrund von bevorstehenden Gesandtschaft verschlossen und versiegelt. Bis auf Weiteres darf niemand passieren. Es werden keine Ausnahmen gemacht, unabhängig von Clan, Haus- oder Stammeszugehörigkeit. Aufgrund früherer Beschwerden oder Missverständnisse wird nochmals betont, dass auch für die Osaram keine Ausnahmen gelten. Waren die wieder ein bisschen extra? So, schön. Aber wir dürfen uns bewegen. Wir dürfen rumlaufen. Vorne ist ein Lagerfeuersymbol. Sachen entdecken. Oh, ich dachte, es wäre was zum Aufheben, aber das ist einfach so ein Pieselstrahl-Wasserfall. Gegner. Oh. Wie weit ist Zombie? Wir sind gerade mit dem Intro fertig nach 2,5 Stunden. Beziehungsweise wir sind eigentlich noch im Intro. Ah, schnell speichern, Schnellreise kostenlos, manuell speichern. Ja, machen wir noch manuell Spielstand mal. Blub. Schnell gespeichert. Zeig mal die Map. Ja, warum? Hallo, hört ihr noch auf? Hallo? Okay, da. Kann ich weiter rauszoomen. Wir sind jetzt hier. Und guck mal, da gibt's was zu entdecken. Und oh, jetzt können wir einfach weglaufen und nicht die Story machen. Wir folgen erstmal der Story. Bis ich Gleiter und so hab. Danach kann ich ja erkunden gehen. Ich nehme alle Lagerfeuer mit, die ich sehe. Und Nebenquests machen wir auch ein paar auf dem Weg. Diese Maschinen müssen das Lager zerstört haben. Dieses Tal ist definitiv nicht sicher.